Grüezi Sie miteinander und herzlich willkommen zum Saisonfinale der Grand Prix 3 Formel 1 WM 2021. Der große Preis von Brasilien steht an. Das Grande Finale, 7 Fahrer unter 25 Punkte treten heute an, um Weltmeister zu werden. Und nach dem Qualifying gestern könnte es einen Überraschungsweltmeister geben in Form von einem gewissen Veco Meyer vielleicht. Der Mr. Unkonstanz, der sie alle noch überrascht. Das werden wir sehen. Akt vom Qualifying her wird es aber für den Le Gall laufen. Valvo, schlechte Ausgangslage. Barada und vor allem Kenny und Schwald. Lukas Bär könnte noch um die Top 5 fahren in seinem letzten Formel 1 Grand Prix. Das alles werden wir gleich aufarbeiten im 136. Gesamtrennen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch in die Top 5 der WM-Finals noch eingehen. Bin ja am Überlegen, ob ich da mal in der Sommerpause dann auch mal solche Videos mache, die beste WM-Finals und so, was wir in Grand Prix 2, 3 und AMS F1 gesehen haben. Ich glaube, da kriegt man schon 5 spannende Finals zusammen. Mit dem heutigen Finale, weil ich glaube, das hat nochmal eine Würze. Das kann nochmal was geben. Also wenn Argentinien die letzten 8 Runden nicht gereicht habe, der sollte heute die 36 Runde dann nicht verpassen. Bringt uns jetzt weiter zur Streckekarte natürlich. Ich habe es ja schon vorausgenommen. Autodromo José Carlos Patsch. Ich habe es gestern am Ende des Qualifyings gesagt, es gibt noch 2 Rennstrecke, wo ein würdiges Formel-1-Finale meiner Meinung nach hingehört. Suzuka, Japan oder Interlagos, Brasilien. Abu Dhabi, wer braucht sowas schon? Dieses künstliche Hollywood-Finale. Es war ja auch 2021 für Verstappen Hamilton gekünstelt. Das wollte man ja auch so. Muss man ja auch zugeben. Aber bei uns da wissen wir nicht, was passiert. Das ist ja das Coole dran an der Grand Prix-Saison. Und Interlagos, Brasilien, Autodromo, José Carlos Patsche. 4,30 Kilometer. 15 Kurven und 36 Runden. Und danach werden wir wissen, wer 2021 der Grand Prix 3 Formel 1 Weltmeister. Wir wissen schon mal, Matze Schweizer wird es nicht werden. Der wird die Nummer 1 abgeben. Aber an wen? Wer darf sie sich nächste Saison aufs Auto machen? Luca Le Gall? Valvo oder Veco? Vielleicht der Barada? Wir wissen es nicht. Oder gibt es eine total bekloppte Wir wissen es nicht. Die Sieger des Brasilien Grand Prix allgemein, den gab es auf 2 Kursen, hauptsächlich Interlagos, aber 2015 auch einmal auf dem Stadtkurs in Salvador, der Bahia. Wir gehen mal durch. 2013, da gab es das Brasilien-Rennen zweimal, nur das zweite hat für die WM gezählt.
Das kann man sich ja alles angucken auf dem Kanal. Und zwar das erste Brasilien-Rennen gewann Lucas Bär fürs Beißler-Team, damals mit Ferrari-Motoren. Das zweite Rennen Tobias Bürki im Lotus. Dann 2014 ein weiterer Lotus-Sieg für Valvoric. Dann 2015 in Salvador da Bahia der erste Grand Prix-Sieg von Rocky Bergmann für McLaren mit Honda-Motoren damals. Lotus mit Toyota-Motoren. Und das Jahr davor waren sie mit Mugen-Honda unterwegs, tatsächlich. Dann geht es weiter. 16, 17 gab es den Grand Prix nicht. Da kam 2019 dann wieder nach Interlagos zurück ins Saisonfinale. Damals war das ja Interlagos und Bahia waren ja Auftaktrennen. 2019 Michael Beißler für Holland-Nissan mit dem Sieg, der dann Platz 3 in der Konstrukteurswertung gesichert hat. Dann 2020 Rocky Bergmann, seinem erstmal letzte Formel 1 Sieg im Mercedes. Damit Lotus mit 2 Siege Rekordsieger, dann aber noch gewonnen das Beißler-Team, Holland-Nissan und Mercedes, sowie auch McLaren, die in der Brasilie Grand Prix auf der beide Strecke schon mal gewonnen. Ja, das schon mal dazu zu den Sieger im Vorjahr. Wer wird es diesmal gewinnen? Das werden wir sehen. Wir gehen mal in die Fahrerweltmeisterschaftstabelle vor dem letzten Rennen nach dem Qualifying gestern. In Argentinien hätte beinahe die WM-Entscheidung fallen können, aber für den Zuschauer gut, dass es nicht passiert ist, dass der Le Gall nochmal Fehler eingebaut hat. Aber der scheint gut drauf zu sein, nachdem er Nervenzusammenbruch hatte, à la Mika Häkkinen in Monza 99, hat er die Boxengasse zusammengeholt. Aber er hat sich heute was vorgenommen. Der hat sich nochmal ein Herz gefasst und scheint psychologisch doch den Vorteil zu setzen gegenüber Valvo, der einfach die Qualifyings nicht immer hinkriegt. Und das könnte heute Verhängnis werden. Hat ja riesen Schnitz, hat ja WM eigentlich schon verloren gehabt und jetzt doch wieder dabei. Aber Le Gall steht auf der 7, Valvo nur auf der 11. Le Gall mit 155, Valvo 154. Veco Meyer auf Startplatz 4 mit 147. Hat sogar die beste Karte noch zum Überraschen. Überraschenderweise die Weltmeisterschaft hinterher heraus noch zu gewinnen. Und anstatt Valvo dann Veco die 1 auf den Red Bull klebt. Das würde Valvo natürlich ärgern. Denn ich erinnere gerne an 2017. Wie leicht neidisch er war, dass Joker statt er die WM gewonnen hat damals, obwohl er das Honda-Team 2016 schon mit aufgebaut hat. Das hört man aus internen Kreisen. Valvo hat das öffentlich nie so kundgegeben. Aber man hat es schon mitgekriegt damals. Barada mit 142 ist 13 dahinter, steht aber einen hinter Valvo. Also der kann heute, Valvo und Barada, könnte es mit einer Durchfahrtsstrategie riskieren, denn mehr wie dass sie verlieren, können sie nicht. Also da hat Le Gall und Veco Meyer vielleicht mehr zu verlieren, obwohl der Veco Meyer hat auch nichts zu verlieren, denn so wie der die Saison bestritten hat, so unkonstant, wäre das schon fast nicht mehr verwunderlich, wenn der Weltmeister wird. Christian Schwald ist auf dem drittletzte Startplatz 137, Kenny auf dem vorletzten 134. Müsste beide gewinnen, also das ist so utopisch. Selbst Lukas Bär könnte die noch überholen mit 133. Um Weltmeister zu werden, müsste der gewinnen und die anderen dürfte keine Punkte holen. Das ist sehr utopisch, aber der könnte am Ende noch in die Top 5, vielleicht sogar Top 4 der Fahrerwertung reinkommen mit einem guten Ergebnis, wenn er nicht durchfahren muss. Wir wissen noch nicht, wer fährt durch, wer nicht. Kann der Le Gall nochmal so einen Granatestart hinlegen à la Argentinien? Die Durchfahrer könnten in Brasilien wieder Probleme bekommen. Das mal dazu angesetzt. Also Veco, Valvo, Le Gall, Barada, ja, Lukas Bär, das wäre dann eine absolute Sensation. Aber der muss gewinnen und die andere dürfte nichts holen. Aber Lukas Bär könnte am Ende sich auf WM-Rang 5 oder 4 wieder finden. Das ist nicht mal unmöglich. Könnte auch sogar noch WM-Dritter werden vielleicht. Das wäre ein Riesenabschied für Lukas Bär, der heute seine Formel-1-Karriere beendet und dann komplett in den GT-Sport geht. Wir gehen mal weiter. Ferres, Volkus, Eichert, De Coimbra, Eberhofer, Freund noch im Kampf um die Top 10. Slivic, Rickard, Matze, Schweizer steht auf Startplatz 2. Der kann dann am Ende noch den 10. Platz einholen.
Vielleicht, ja, der 9. wird schwierig, aber der 10., dann kann er die Saison noch versöhnlich gestalten, weil das war nix, die Saison. Dann haben wir Hartmann, Heibrecht, der hinterher raus auch nochmal erstarkt. In seinem erstmal letzten Rennen. Herbstritsche, Vicky steht auf der Pole, hat noch nie Formel 1 Rennen gewonnen. Zweite Pole, stand auch zweimal auf dem Podest. Es ist auch erst die zweite Pole für McLaren nach Japan, damals Jake. Kann der Czewicki das Rennen gewinnen? Das wäre eine Riesensensation. Aber würde vielleicht untergehen in einem Weltmeisterkampf? Also das wird heute... Ich bin sehr heiß. Hoffentlich klappt das auch alles. Dann Harald Oerlefsson, Nathan Brerat und Fuchsi. Da mal Vollständigkeit halber das vorgelesen. Le Gall muss nur eins tun. Er muss vor Valvo, Veco, Barada ins Ziel kommen. Oder direkt knapp hinter Veco, weil er ja noch 8 Punkte Vorsprung hat. Also Le Gall hat mehr zu verlieren als Valvo, Veco und Saïd Barada. Das muss man sehen. Wir haben es in Argentinien gesehen, wie schnell das geht. Also Veco Meyer ist nicht unwahrscheinlich, dass der am Ende des Rennens der Weltmeister sein wird. Das sowieso die beste Platzierung in der WM überhaupt für den Veco. Joe Gerner hat es immer gewusst damals, dass das ein Weltmeister sein kann, als er ihn in die Formel 1 geholt hat. Wir gehen noch in die Konstrukteurs-WM. Das spricht natürlich auch für Red Bull heute, da der Kenny so schlecht ist. Und beide könnten die Punkte. Red Bull Honda wäre der erste Konstrukteurstitel für Red Bull. 301 zu 289. Im Vorjahr hat Renault das im letzten Rennen noch gegenüber McLaren gewonnen. Holland-Nissan 253 zu 249. Holland-Nissan kann mit dem Lukas Bär den dritten Platz festigen. Und Gerner könnte Aston Martin noch überholen. Und Aston Martin wird am Ende Fünfter. Aber das ist eine starke Saison von Aston Martin. Aber dieses letzte Qualifying, das haben sie heute vermurkst. Schlechteste Qualifying der Saison überhaupt. Und das noch beim letzten Rennen. Porsche. Kann der Freund die Mannschaft noch auf den 6. Platz hieven. Aber Heibrecht. Wir haben 158, 157. McLaren könnte noch Sechster werden, 145. Mercedes 141. Alfa 134 spielt wohl keine Rolle mehr heute. Und Toyota mit 65. Das mal soweit. Und dann gehen wir mal in die Startaufstellung zu der 36. Runde Grand Prix Brasilien. Nico Czewicki. Zum zweiten Mal erst in seiner Karriere, letztes Jahr in Imola im Haas Ford, stand er schon mal auf Pole. Das Rennen hat er als Zweiter beendet damals vor Matze Schweizer. Der war Dritter in dem Rennen im Gerner. Der steht neben ihm. Wer muss durchfahren, das wissen wir noch nicht. Aber wenn Czewicki nicht müsste, hätte er eine gute Chance, kann er es auch heimbringen. Er hat mit dem McLaren so viele Probleme gehabt, auch Rennen schon versiebt. Kann er ausgerechnet im letzten Rennen noch seinen ersten Grand Prix gewinnen und dann auch seinen einzigsten für McLaren. Das wär's. Matze Schweizer, der wird gerne nochmal aufs Podest. Er will 10. Der Christian Freund wird vielleicht auch nochmal gerne Rennen gewinnen. Wäre auch sein zweites Podest. Der war Dritter in Manicur schon. Wäre dann auch der 4. Podestplatz für Porsche. 2 Siege Hartmann und ein Dritter Freund. Veco Meyer, wenn er Dritter würde und Le Gall bleibt 7., ist Veco Meyer Weltmeister. Bleibt es bei 4 und 7, dann hat Le Gall 2 Siege mehr. Das muss man auch noch bedenken, dass der Weltmeister auch heute 2 Siege mehr haben kann. Im Vorjahr hatte der Schweizer kein einzigster Saisonsieg. Also Veco Meyer, der heißeste Kandidat, uns alle zu überraschen heute, wenn er das Rennen hinkriegt. Harald Oerlefsson, eine starke Quali-Leistung für den Toyota vor Lukas Bär, Luca Le Gall und Fuchsi. Also 5 und 8, auch schon in Argentinien waren die Toyota stark. Also Südamerika zeigt Toyota, dass sie nochmal ein bisschen was gebracht haben an Upgrades. Vielleicht können sie nächstes Jahr schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Le Gall hat mehr zu verlieren als Veco Meyer. Veco Meyer kann befreit auffahren, er weiß, dass er es nicht wirklich in der eigenen Hand hat. Le Gall ist derjenige, wo Veco Meyer vielleicht zum Weltmeister machen könnte. Hat Le Gall die Nerven, das Ding heute zu Ende zu bringen? Oder gibt es eine absolute Überraschung? Das wird sich zeigen. Yannick ist gespannt, hat jetzt schon keine Fingernägel mehr. Reihe 5, 9 und 10. Die beiden Ferraris bei ihrem letzten Rennen. Heibrecht, Testfahrer bei Toyota. Slivic,
geht ganz aus der Formel 1 raus. Lukas Beer heute bei seinem letzten Formel 1 Rennen. Czewicki beim letzten für McLaren. Der wird dann in das Auto von Heiprecht wechseln. Auto vom Slivic fährt dann Michael Beisler im nächsten Jahr. Bei Czewicki wird dann Bergmann im Auto sitzen. Valvo auf der 11, Saad Barada auf der 12. Die beiden haben eigentlich auch nichts mehr zu verlieren, nachdem Valvo in der Runde 8 in Argentinien WM schon verloren hatte. Muss er jetzt aber alles riskieren? Vielleicht doch die unbeliebte Durchfahrtsstrategie. Weil alles oder nichts, meine ich, kann er mehr wie verlieren eh nicht mehr. Er muss ja 2 Punkte mehr holen, wie Le Gall. Und auf den Fehler hoffe. Barada muss 13 Punkte aufholen. Das wird sehr interessant. Das wird sehr interessant. Ferres Volkus, Alex Rickard, Oliver Herbstritt und Nathan Prerat. Ja, Mercedes. Ja, ordentliche Saison, ein Podestplatz. Der Herbstritt war diesmal näher dran. Vielleicht kann er in der nächsten Saison dann sich auch besser mit dem Auto einfinden. Rickard kommt mit dem Mercedes einfach besser zurecht. Prerat war in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr zu sehen, wirklich. Und Ferres Volkus hat eine super Saison abgeliefert. Dann haben wir Frederico de Coimbra vor Linus Hartmann. Hartmann und de Coimbra auf dem Podest. Hartmann gewann in Argentinien, de Coimbra Dritter. So schnell geht es. In Brasilien haben die wieder nichts zu melden. Reihe 10, Aston Martin, das schlechteste Qualifying der Saison, ausgerechnet im Finale Eichert vor Schwalt. Es wird am Ende, könnte es sogar nur Platz 5 der Konstrukteurswertung wäre. Aber was war das für eine Saison von Aston Martin? Damit hätten, die haben sich eigentlich auf Platz 6 bis 8 gesehen. Platz 5 ist ein Riesending. Den haben sie eh schon sicher. Und dann Kenny und Jake Eberhofer. Kenny muss sowieso das Rennen mindestens auf 2 abschließen, um Weltmeister zu werden. Das ist so utopisch. Und Jake Eberhofer, der andere, schlägt ihn deutlich, steht auf Pole. Und Jake im Vorjahr hat er die WM ja um 4 Punkte verloren. Also der hofft, dass der McLaren BMW jetzt auch mit Rockys Hilfe dann besser wird. Vielleicht reicht es ja noch für sie. Kein Regen, das kann in Brasilien auch mal vorkommen. Und da würde ich mal sagen, auf geht's ins Finale, der Final Race in Brasil. Czewicki muss schon mal nicht durchfahren. Das ist schon mal nicht schlecht. Der hat heute eine Chance. Noch einmal 5 Lichter. Das große Finale. Der große Preis von Brasilien 2021 geht auf die Reise. Und da hinten guter Start des Toyotas. Da kommt der Veco Maier. Der Veco Maier kommt an. Czewicki geht in Führung. Veco Maier auf der 2. Und damit wäre er der Weltmeister. Schweizer und Christian Freund. Nico Czewicki führt vor Veco Maier. Und der Veco Maier wäre mit dem 2. Platz der Weltmeister. Das müssen wir uns jetzt mal zu Auge führen. Guter Start. Schweizer kommt nicht weg. Ich befürchte, Schweizer Freund, das sieht mir sehr nach einer Durchfahrtsstrategie aus. Bei Czewicki und Veco glaube ich es nicht. Und jetzt setzt man wohl auf den Veco, weil der jetzt am nähersten dran ist. Guter Start von Czewicki. Guter Start von Czewicki, aber ich glaube, er hat keine Chance. Veco scheint stärker zu sein. Und mit dem Ergebnis, Le Gall am Start, nur 7. Veco 2. Veco Maier wäre der Weltmeister, wenn er 2. würde und Le Gall nicht nach vorne kommt, ist Veco Maier der Formel 1 Weltmeister. Wer hätte mit dem gerechnet? Wir gucken uns mal Matze Schweizer an. Ich glaube, der fährt durch. Freund auch. Da sieht man mal, wie Veco locker vorbei. Eine super Start, wenn es drauf ankommt. Ich meine, Veco kann fahren. Er war nur zu unkonstant und dann im letzten Rennen schockt er alle. Ah, Schweizer kann sich knapp vom Freund behaupten. Dem geht es ja um den 10. Platz. Barada ist nach vorne gestürmt. Seit Barada. Und da sind sich auch die beiden Toyota ans Auto gefahren, haben wir gesehen. Dadurch ist der Barada vorbeigekommen. Also Veco Maier hat alles das getan, was er tun muss, um heute Weltmeister zu werden. Er ist auf die 2 vorgefahren. Aber Jake hatte auch vor 2 Jahren nach dem Weltmeister ausgesehen, nach dem Start. Und hinterheraus hat er es nicht geschafft. Also es kann noch viel passieren. Le Gall ist nur 9. Le Gall ist nur 9., weil selbst Saad Barada von 12, vielleicht fährt Le Gall durch.
Ich befürchte bei Valvo und Le Gall, dass sie durchfahren. Aber aktuell wäre dann Wekomeyer der Weltmeister. Und Barada könnte anstreben, Vize-Weltmeister zu werden. Was für ein Rennen. Boah, und da sind sich, wir müssen mal gucken, da sind sich nämlich auch die beiden Toyota ans Auto gefahren, O'Hurlefson und Fuxi. Und Barada mindestens Mission Vize-Weltmeister, sieht es danach aus. Aber wir haben dann eh noch 36 Runden, also da kann noch viel passieren. Wekomeyer wäre Stand jetzt der Formel 1 Weltmeister 2021. Ja, da ist er dem Fuxi ans Auto gefahren. Sorry, sorry, Herr Fuxi. My teammate hit me, my teammate hit me. Yes, Fuxi, how are you? Hat sich entschuldigt. Ja, das ist ja auch nicht gut, wenn man so weit vorne steht mit dem Toyota, dass sich da behindert. Aber da hat der Harald Olofsson den Apex nicht gekriegt. Bär muss sich da absetzen. Oh, oh, was macht denn der Olof? Das war dumm. Das war dumm. Wir gucken uns jetzt mal Luca Le Gall an. Da ist mal Lukas Bär natürlich, der ist auch WM-Contenter. Aber der wird heute eher gucken, den Platz 3 der Konstrukteure für das Holland-Team heimzubringen. Und nicht die WM. Das ist eigentlich utopisch. Le Gall muss mehr riskieren jetzt. Der hat den Start nicht hingekriegt. Valvo ärgert sich, weil Veco vorne fährt und Barada mitmischt. Das müssen wir gleich alles aufarbeiten, liebe Leute. Denn das ist... Barada haben wir ja gerade gesehen schon. Dann gucken wir uns natürlich... Luca Le Gall ist nur 9. Und damit würde er gegen Wekomeyer die Weltmeisterschaft verlieren. Also Le Gall muss auch ein paar Plätze nach vorne, um wieder vor Veco rauszukommen. Stand jetzt, wir rechnen es gleich hoch, ist Wekomeyer der Weltmeister. Mit dem hätte auch keiner mehr gerechnet zur Saisonmitte. Aber das ist ja das Schöne, wer hätte 2019 lange Zeit mit Jake und Bergmann gerechnet? Auch keiner. Valvo hat sie nicht verbessert, würde hinter Veco... Bleibt hinter Le Gall, würde hinter Veco und sogar noch hinter Barada zurückfallen. Also selbst Barada könnte Le Gall überholen und noch Vize-Weltmeister werden. Also es könnte eine 1 auf dem Red Bull geben, es wird aber nicht Valvo sein, Stand jetzt, sondern Veco. Das wird Krach geben in der nächsten Saison. So, dann haben wir noch gehabt Kenny. Und Schwalt. Weil sie einfach im WM-Kampf sind, zeigen wir sie noch. Aber ja, ich denke, Kenny und Schwalt, das ist erledigt. Lukas Bär könnte die noch überholen heute. Also Platz 5 in der WM für Lukas Bär ist noch drin. Da staut sich ja regelrecht, wie auf der A5, meine lieben Freunde. Niko Czewicki, glaube ich, wird die Führung auch nicht sehr lange halten können. Schwalt kommt ganz schlecht weg. Wir gucken jetzt gleich nach Christian Schwalt, haben wir auch die WM-Contenders gesehen. Der Fairness halber, obwohl man bei Schwalt und bei Kenny sagen muss, dass das Thema gelaufen ist. Lukas Bär war ja sowieso utopisch. Aber der könnte diese genannten Personen aber noch überholen in der WM. Platz 5 Ergebnis am Ende, das wäre sogar die beste WM-Platzierung für den Lukas Bär. Da staut sich, sag mal, wir sind hier nicht auf dem Grenzübergang Weil am Rhein Basel, meine lieben Freunde. Eieiei, das ist aber ganz mies. Czewicki fährt nicht durch, Wekomeyer auch nicht, Schweizer nicht, Freund nicht, Fuxi fährt durch, Barada nicht, O'Hurlefson nicht, Bär nicht, Luca Le Gall fährt durch. Ich bin mal gespannt, die probiere wieder die Argentinien-Strategie, funktioniert sie diesmal? Heibrecht, Valvo fährt nicht durch. Ich bin nicht sicher, ob das diesmal klappt vom Sprit her. Das könnte eng werden. Valvo fährt nicht durch. Hartmann, ja, die interessieren uns eher weniger. Ja gut, da hinten hätte ich aber durchgefahren. Also wir müssen uns merken, Le Gall fährt durch. Valvo nicht, Veco nicht. Le Gall fährt durch. Das ist sehr riskant. Die anderen WM-Contenders fahren nicht. Barada hat sogar mehr Sprit als Wekomeyer. Fuxi, der interessiert da nicht. Also das wird sehr interessant. Luca Le Gall fährt durch. Und Wekomeyer
Achtung, Nico Czewicki, der kennt der Veko ja auch aus anderer Rennserie. Czewicki führt, Veko Meier 2. Der bekommt 22 Punkte. Luca Le Gall ist momentan auf der 9. Der bekommt nur 5 Punkte. Das heißt 160 und Veko Meier 147. 20 wäre 167 und 2, 169. Also Veko Meier wäre aktuell mit 4 Punkten Vorsprung der Weltmeister. 169 zu 165 stünde es jetzt zwischen... Nein, 9 Punkte Vorsprung hat er. 169 zu 160 stünde es jetzt zwischen Veko Meier vor Luca Le Gall. Also momentan Veko Meier ist der Weltmeister. Und Nico Czewicki, aber Veko Meier mit der Fastest Lap. Der will das Rennen natürlich gewinnen. Er will als Sieger über die Linie fahren zum Weltmeister. Aber Le Gall, den müssen wir noch im Lauf des Rennens. Barada hat Christian Freund überholt. Seit Barada müssen wir uns angucken. Und der legt auch. Den müssen wir jetzt auch in die Rechnung. Barada geht souverän am Freund vorbei auf die 4. Damit bekommt Seid Barada 18 Punkte. Der hat aktuell 142, 1052, 160. Der wäre gleich auf mit Le Gall. Einen Sieg weniger, WM-Dritter Seid Barada. Also Veko Meier ist momentan der Mann, der Richtung Weltmeisterschaft fährt. Also momentan nach 2 Runden der Stand wäre der Formel 1 Weltmeister 21 Veko Meier. Aber wir müssen mal gucken, Luca Le Gall, wir haben drauf geguckt, es könnte reichen. Es könnte für Luca Le Gall reichen, also den darf man nicht abschreiben. 2019 hat sie auch lange nach Jake Eberhofer aufgesehen und am Rennende hat es der Bergmann noch gerettet. Also wir dürfen das noch nicht, aber Stand jetzt wäre halt Veko Meier Weltmeister. Auch mit nur einem Sieg gegenüber 2 von Le Gall. Das muss man auch mal sagen. Nico Czewicki würde sein allererster Grand Prix-Stand jetzt gewinnen. Kann sich jetzt absetzen. Ja, Czewicki 1,21,7. Jetzt kann er sich absetzen. Ja, der fährt auch einen Liter weniger Sprit, haben wir gesehen, als der Veko Meier. Also das ist nur eine Runde mehr. Das ist eigentlich nicht viel. Also Nico Czewicki kann er aber das hinbringen. Er hat mit McLaren so viele Probleme gehabt in der Saison. Le Gall 10. Le Gall nur 10. aktuell. Da bekommt er nur noch 3 Punkte. Veko Meier immer noch 169, Luca Le Gall 158. Sogar Seid Barada wäre jetzt Vize-Weltmeister. Barada auf der 4 bekäme 160 aktuell. Das heißt, Luca Le Gall würde sogar auf den 3. Rang der Weltmeisterschaft zurückfallen. Und Seid Barada wäre Vize-Weltmeister. Also im Moment läuft es eher nicht für den Le Gall. Valvo ist auch vor ihm. Valvo bekäme die 5 Punkte, hat ja eh schon einen Rückstand gehabt. Das heißt, Luca Le Gall würde jetzt sogar auf die 4 der Fahrerweltmeisterschaft zurückfallen. Valvo bekäme mit diesen 5 Punkten, bekäme er 159, Le Gall 158. Das heißt, Valvo 1 Punkt vor Le Gall wäre 3. Barada Vize-Weltmeister. Die Frage ist jetzt, Schweizer ist 3. Wenn der Barada näher dran kommt, wird man bei Gerner eine Teamtaktik machen und den Schweizer den Barada vorbeiwinkeln lassen, weil der kann hier nur Weltmeister werden. Le Gall hat massiv zu kämpfen, ist jetzt schon fast überholt von Boris Livic. Also es läuft alles für eine Sensation hinaus auf Veko Meier oder Seid Barada. Nicht die 2, die man da vorher gesehen hat. Valvo auf der 8. Das gibt jetzt 8 Punkte. Slivic, der Luca Le Gall wird durchgereicht. Also ob das die richtige Strategie war, hat man sich jetzt sogar noch verzockt im letzten Rennen. Er hat die WM dann nicht heute verloren, sondern vor einer Woche in Argentinien. Dort hätte er einen riesen Gap haben können, aber hat die WM nicht heute verloren, wenn es heute nicht reicht.
dann hat er sie definitiv vor einer Woche in Argentinien verloren. Aveco Meyer, der hat ja nichts zu ver... Gelb! Gelb, meine Damen und Herren! Gelb! Da steht Luca Legall! Luca Legall und es läuft gegen ihn! Der kommt mit... Was hat Luca Legall? Er kracht da rein! Nein! Das ist dramatisch! Hat keinen Fahrfehler! Luca Legall hat keinen technischen Defekt, vertut sich und hat Glück, dass er nicht anschlägt, muss das Feld durchlassen. Der verliert in den letzten beiden Rennen die Weltmeisterschaft. Luca Legall bleibt jetzt bei 155 Punkten. Wäre nur noch Vierter der WM. Also Luca Legall verliert in den letzten beiden Rennen die Weltmeisterschaft. Also den können wir erstmal streichen. Der wird sehr, sehr schwer, aber aus eigener Kraft noch die WM zu gewinnen. Gerner, da ist man jetzt gespannt, wie schnell kommt der Said Barada ran und wird Schweizer ihn durchlassen, weil der Barada hat noch die Chance, die WM zu gewinnen. Aber aktuell gewinnt sie der Aveco Meyer. Also Luca Legall hat es in Argentinien, in den letzten beiden Rennen hat der Legall verloren. Der hat jetzt in den, auch in Argentinien und jetzt, der hat gezeigt, die Nerven reichen noch nicht hundertprozentig, um einen WM-Titel zu gewinnen. Also momentan erst einmal und für die Konstrukteurs-WM ganz bitter, momentan würde diese Red Bull gewinnen. Mit dem ersten Titel, beide Titel dann Red Bull. Jetzt die Frage, Barada kommt nicht näher dran. Wichtig wäre es für Barada an den Schweizer zu kommen. Denn wenn er Dritter würde, dann würde der Barada hole 20 Punkte. Aber wäre immer noch hinter Aveco. Also Barada muss eigentlich an Schmatze und Aveco vorbei. Und selbst dann reicht es noch nicht ganz. 30 Runden noch. Also spricht alles für einen Red Bull-Weltmeister, aber es ist nicht der Valvorik. Es ist Aveco Meyer. Unverhofft kommt oft. Luca Legall hat sich ja gerade selber weggeschmissen. Achtung, Slivic in seinem letzten Rennen gegen der Fuxi. Und bei Renault sind die Gesichter geknickt. Und der Aveco Meyer, der fightet, der will jetzt also nicht mit dem zweiten Platz die WM gewinnen, der will es noch mit dem Sieg. Slivic jetzt sauber am Fuxi vorbei. Da haben wir in der Kurve letztes Jahr viele Fehler gesehen. Ja, Fuxi-Durchfahrt. Die Durchfahrer kommen hier nicht mit. In Argentinien war das eine langsame Strecke. Das ist eher ein schnellerer Kurs. Hat man bei Renault vielleicht mit dieser Strategie die gute Qualifying-Position verspielt. Er würde jetzt hinter der Valvo zurückfallen und nur noch WM-Vierter werden am Ende. Valvo WM-Dritter, Barada Vize-Weltmeister, Aveco Weltmeister. Also wer hätte mit dem Weltmeister Aveco Meyer gerechnet? Aber noch sind es ja noch 29 Runden. Auf dem Weg dorthin für Aveco Meyer. Der muss das ja auch noch durchbringen. Der hat seine Fahrfehler ja schon gehabt. Aber das haben alle. Weder Aveco, Barada, Valvo, Legall, Kenny. Alle haben sie Fehler gemacht. Alle. Sonst würde ja die WM, wäre die WM in Argentinien ja schon entschieden gewesen. Lukas Beer, der kämpft mit Platz 6. Würde der Holland-Nissan zum Drittplatzierte in der Konstrukteurswertung machen, das zuletzt 2019 schon mal gelang. Wie gesagt, Jake sah ja auch lange im Rennen 2019 nach dem Weltmeister aus, bis hinterher raus der Bergmann aufgeholt hat und am Ende war es ein Punkt. Also wenn Aveco jetzt noch einen Fehler machen würde, dann wäre aber, dann wäre Barada derjenige. Also wenn Aveco jetzt einen Fehler macht, wäre Said Barada der Weltmeister oder der Valvorik. Sind beide noch nicht raus. Aber Aveco gibt alles. Czewicki kann ihn nicht abschütteln, aber macht ein starkes Rennen. Matze Schweizer ist sogar, macht mir der Eindruck, der schnellere der drei da vorne. Matze Schweizer.
meint er, hat ja auch nichts dagegen, das Rennen zu gewinnen, wird dem Veko ja auch nichts schaden, denn selbst der dritte Platz würde dem Veko Maier reichen, weil Luca Le Gall weg, Valvo und Parada hinter ihm. Und der Luca Le Gall hat richtige Wut im Bauch, wir schalten ins Cockpit und dann dreht er sich fast wieder. Der ist richtig sauer, der Le Gall. Am Ende vielleicht doch noch nicht nervenstark und psychisch stark genug für die WM. Eine hervorragend die beste Saison von Luca Le Gall. Am Ende hat es halt doch um ein Quäntchen noch nicht gereicht. Und da muss er nächste Saison voller Angriff geben. Und Heibrecht hält den letzten Punkt. Ferisch Volkus will da natürlich hin. Für die Konstrukteurswehr Fuchsi. Da ist der Rickard. Boah, Fuchsi stark. Wir sehen aber heute viel Action. Nico Cevicki. Den kann der Veko auch sein erster Grand Prix gewinnen lassen. Denn auch mit dem zweiten Platz. Aktuell läuft es für Veko Maier. Hat zwar nur einen Saisonsieg. Einer mehr wie Matze Schweiz am letzten Jahr. Aber der wird Weltmeister. Nico Cevicki wäre der allererste Grand Prix-Sieg und der erste Sieg für McLaren mit BMW-Motor seit Lukas Bär in der Eurospeed-Velausitz 2017. Das war das letzte Mal, dass ein McLaren mit einem BMW-Motor ein Rennen gewonnen hat. Letzter McLaren-Sieg war im letzten Jahr Spa-Francorchamps durch Jake Eberhofer. Da war aber noch ein Mercedes-Motor im Auto. Parada ist zu weit weg. Also Parada, der muss auf jeden Fall näher dran, damit Gerner über eine Teamorder nachdenken kann. Weil ich glaube, Matze wird es machen, damit die 1 bei einem Gerner bleibt. Parada ist dran. Aktuell wäre er Vize-Weltmeister. Was für ein Eimer Weltmeister und dann nochmal Vize-Weltmeister. Eichert gegen Ferisch Volkus. Das haben wir ja schon gesehen. Der Eichert will nochmal alles geben, um den Aston Martin vor Gerner zu bringen. Stark von Michael Eichert. Der Rückstand Cevicki und Veko Maier. Der Cevicki hat es im Griff. Immer wieder holt der Veko im Mittelsektor auf. Da ist er schneller, aber in den schnellen Sektoren scheint der Cevicki das zu kontrollieren. Also nicht unter eine Sekunde gefallen bisher, der Rückstand. Was wäre das für Andreas Seidel, auch Klaus Kammerlander, den BMW-Motor. Was wäre das für eine Erleidung? Und an Cevicki in seinem letzten Rennen für dieses Team gewinnt er noch sein erster Grand Prix. Von mir aus, aber mir macht der Eindruck, dass Matze vielleicht auch schneller fahren könnte als Veko. Parada hat mehr Sprit, der wird auf jeden Fall 2-3 Runden länger fahren. Ob das dann reicht, um vor Veko Maier rauszukommen, ist die große Frage. Luca Le Gall spielt erstmal keine Rolle mehr und Valvo ist noch zu weit hinten. Nicht, dass wir den noch vergessen. Eichert jetzt am Fuchsi vorbei, haben wir schön gesehen. 26 Runden noch im Brasilien Grand Prix im großen Finale 2021. Le Gall hat jetzt Prerat überholt, aber ich meine, das reicht nicht. Er wird WM-Vierter nur am Ende. Veko Maier 1-7. Ja, okay, Veko pusht jetzt immer so hart nach, weil wenn er einen Fahrfehler macht, dann wäre unter Umständen seit Parada der Weltmeister oder Valvorik. Und Nico Cevicki weiß, dass er hier die Riesenchance hat, jetzt doch noch seinen überfälligen ersten Grand Prix-Sieg zu holen. Aber da muss auch der Boxenstopp nachher klappen bei McLaren. Was wird der Cevicki ausflippen, wenn er gewinnt? Und was würde der Veko Maier in der Helmheule, wenn ihm die WM gelingt? Im letzten Rennen. Obwohl er lang zur Saisonbeginn hat er mal bis Mugello hat er mal für 2 Rennen die WM-Führung gehabt. Zuletzt hatte der Veko Maier vor dem Mugello-Rennen die WM-Führung gehabt. Das ist sehr, sehr lange her. Und dann holt er sie sich ausgerechnet im letzten Rennen. Und was wird der Valvo dann innerlich kochen und wird sagen, warum haben sie mich so oft durchfahren lassen? Um den Veko zu pushen. Das wird
Das könnte auch zu einem kleinen teaminternen Krieg in der nächsten Saison führen. Der Valvo sagt, ich lasse mir doch vom Teamkollege das Ding wegnehmen am Ende. Der beschissener Gefahren ist als ich. Ja, aber der hat im letzten Rennen. Le Gall auf der 20. Wird unter eingeblendet. Wir bleiben mal in der Action Cam, wo momentan der Le Gall keine Rolle spielt für die WM. Momentan. Wir wissen nicht, was nach der Stops passiert. Ja, jetzt hat Czewicki das im Griff. Er ist der Matze Schweizer jetzt bis auf 3/4 ran. Barada ist zu weit weg, um die Teamorder spielen zu lassen. Matze, ja, Weko kann ihn ziehen lassen, denn selbst der dritte Platz würde aktuell reichen. Czewicki kann das Rennen gewinnen, der wird keine Rolle in der WM spielen, aber Weko Meier schon. Deco Imbra, Eberhofer und Schwalz sind die nächsten drei, die der Luca Le Gall überholen muss. Lukas Beer ist dran an Christian Freund und hat den souverän überholt. Wir nehmen mal wieder ein Replay mit, wir haben so wenig Replays heute. Fünfter Platz, Holland Nissan auf dem Weg zu Platz 3 der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und Lukas Beer auf dem Weg zu Platz 5 in der Fahrerwertung. Ein Weltmeister kann er ja nur werden, wenn er gewinnt. Und Wekomeyer, Barada, Valvo keine Punkte hole. Luca Le Gall und Kenny sind weg. Und Schwalt auch. Also der müsste gewinnen. Und die anderen dürfte keine Punkte holen. Es ist nach wie vor utopisch. Aber Platz 5 der WM könnte auf jeden Fall drin sein nach dem Rennen. Und Platz 3 für Holland in der Konstrukteurswertung. Zum zweiten Mal nach 2019 hat der Michael Beißler mit seinen 2 Siegen am Schluss dafür gesorgt. Und das wäre ein schöner Abschluss der Formel 1 Karriere für Lukas Beer. Der doch nach den Sauber- und BMW-Jahren im Rocky, wo es einfach viel, viel Pech war, Saisonanfang Pech, hat er seinen Sieg geholt in Montreal. Jetzt kann er sich noch als Top 5 der WM abschließen. Also besser geht's doch nicht mehr. Besser geht's nicht mehr für den Lukas Beer, das muss man sagen. Ich vernehme aber so leicht, dass Said Barada jetzt so ein bisschen aufholt an Matze Schweizer. Bei Gerner wissen sie noch nicht, was sie dann in dem Fall machen solle. Barada müsste noch näher dran. Man hat gesagt, es gibt freies Fahren. Würde der Schweizer sich wenig wehren, um den Barada vorbeizulassen? Der hat einen Sieg mehr als Veco Meier. Aber Niko Czewicki ist der Mann, wo führt. Was für ein überraschende Grand Prix von Brasilien. Valvo hängt auf der 8. Damit bekäme er nur 8 Punkte. Da hätte er 160. Veco 169. Barada hat 142. Der bekäme 18 Punkte. Wäre 152. Und wäre auch bei 160. Punktgleich mit Valvo. Beide haben gleiche Anzahl von Siege. Es wäre jetzt interessant, wer hätte mehr dritte Plätze. Und da könnte Barada aufgrund von 2 dritte Plätze mehr gegenüber Valvo die Weltmeisterschaft Platz 2 übernehmen. Also 2 dritte Plätze könnten Saal Barada zum Vize-Weltmeister machen. Wenn Valvo noch eine Position gewinne, dann würde Valvo Vize-Weltmeister hinter Veco Meier werden. Le Gall bleibt aktuell bei 155, wäre nur noch WM-Vierter. Lukas Beer ist Fünfter, der hat 133. Mit dem fünften Platz bekommt man, muss ich mal kurz rüber gucken, 15 Punkte. Das heißt 143 und 5, 148 WM-Fünfter wäre hinter Le Gall, Lukas Beer. Der würde auf die 5 springen aktuell. Mit 155 Punkten. Mit 148 Punkten. Also nach wie vor Stand jetzt wird Veco Meier die WM gewinnen. Mit 169 Punkten. Valvo müsste noch einen Platz gut machen, um Vize-Weltmeister zu werden. Ansonsten wären 2 dritte Plätze ausschlaggebend, dass Said Barada der Vize-Weltmeister wird. Achtung, Linus Hartmann! Linus Hartmann! Was macht denn der Linus Hartmann?
wird da bedrängt von Schwald, aber ich glaube, dass der Hartmann da ihn nicht berührt hat. Ja, kommt da raus. Der Sieger aus Argentinien hat Glück, dass er nicht anschlägt. Oh, das ist ein Rennen zum Vergessen hier. Können Sie uns auch nochmal von hinten angucken. Also Fahrfehler Linus Hartmann. Trotzdem 2 Siege, 2 Poles, eine gute Saison. Ja, da hat der Schwald nichts mit zu tun. Das hat der Hartmann selber verbrochen. Hat Glück, der schlägt da kaum an. Aber muss das Feld, damit wird Luca Le Gall einen weiteren Platz gewinnen. Ist jetzt dann schon 19. Und Hartmann hat hier vor 2 Jahren schon mal eine Renne weggeschmissen. Da war er im WM-Kampf damals. Oh, da steckt da fest. Le Gall jetzt auf der 19. Linus hat wohl das Auto abgewürgt. Das könnte der erste Ausfall. Ja, Hartmann hat den Motor abgewürgt. Aus für Linus Hartmann. Der Sieger aus Argentinien ist der erste Ausfall in Interlagos. Ich habe noch einen Boxenfunk nachzureichen. Sorry guys, I'm spinning off. I'm so an idiot. Sorry. Okay, Linus. Hakt das ab. Nächste Saison. Komm einfach mal an. Ha, Linus Hartmann vor einer Woche souverän gewonnen, aber heute war er dem Rennen überhaupt nicht präsent. Kenny jetzt auf dem Weg übrigens nach vorne ist 13. Aber wie gesagt, der muss ja Zweiter werden, um zu Weltmeister zu werden. Also den können wir streichen. Und er muss da noch ein bisschen nach vorne, um seinen Teamkollege abzufangen. Wir sind jetzt dann bei Rennhalbzeit und nach wie vor wäre Veco Maier mit 169 Punkten Formel 1 Weltmeister. Der auch das Tempo nach wie vor souverän mit Czewicki mitgeht. Schweizer und Barada wird interessant. Die beiden Gerners, das könnte auf Platz 3 noch eng werden für Holland. Das könnte vielleicht sogar am Ende doch noch Gerner schaffen. Weil beide gut dabei. Barada hat ja mit dem Start sehr nach vorne gelegt. Beide Gerners dabei, doch noch Platz 3 zu holen am Ende. Aber Matze hat das Auto nicht immer ins Ziel gebracht. Und Auchewiki hat schon Slapstick-Einlage gezeigt. Wir erinnern uns an die peinliche Nummer in Spa-Francorchamps. Aber heute könnte das der Tag von Nico Czewicki werden. Erster Grand Prix-Sieg und der Tag von Veco Maier mit dem überraschenden WM-Titel. Und der Valvo, der wird kochen. Da ahne ich schon einen teaminternen Krieg in der nächsten Saison. Der könnte sehr zum Nachteil von Red Bull werden. Weil Valvo wieder mal gegen einen Teamkollege eine WM verliert im Team, was er mit aufgebaut hat. Obwohl, beide sind ja 2020 zu Red Bull gekommen. Da kommt Valvo die Erinnerung an 2017 und an den Joker wieder hoch. Die Action Cam zeigt Luca Le Gall, der sich jetzt balgt mit Frederico de Coimbra. Ja, der Le Gall muss... Oh, de Coimbra! Frederico de Coimbra hat natürlich mit dem Le Gall keine Berührung gehabt, machte Fahrfehler. Le Gall bleibt... Ja, der steht auch mitten auf der Bahn. Da ist Luca Le Gall. Das wollen wir auch nochmal aus seiner Sicht sehen. Le Gall damit jetzt 18. hat aber dann Prerat im Kreuz jetzt dadurch. Das ist aber auch dämlich vom De Coimbra. Le Gall aber erstmal 18. Das reicht aber im Leben nicht. Also der muss noch viel weiter nach vorne. Im Leben reicht es nicht. Muss jemand an die Box? Nein. Im Leben reicht es nicht für den Le Gall. Aber er weiß, dass er in Argentinien die WM wohl verloren hat. Das Qualifying hingekriegt, aber dann hier einen Fahrfehler begangen. Aber kam hier nicht zurecht mit der Strategie. Der wäre mit einer Nicht-Durchfahrtsstrategie besser bedient gewesen. Also da hat man auch bei Renault dann zu viel gezockt. Da hat ein Veco Maier am wenigsten zu verlieren gehabt, ein Valvo, ein Barada und die fahren vorne mit heute. Ich habe den Eindruck, Veco kommt näher dran.
Matze Schweizer ist aber auch noch nicht ausgeschlossen, dass der das Rennen gewinnt. Während Le Gall seine ganze Wut. Es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Das hat ihm sein Vater heute vor dem Rennen mitgegeben. Yannick hat gesagt, egal was passiert, Luca, im Rennen, es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Momentan wäre er nur WM-Vierter. Eine Riesensaison. Am Ende hat es in den letzten zwei Rennen mit den Nerven noch nicht gereicht. Die dann der Veco Meyer, Mr. Unkonstanz, wie er in der Saison genannt wurde, dann am Ende aber gehabt hat. Vielleicht tut dieser WM-Titel Veco Meyer jetzt auch endgültig im Selbstbewusstsein Stärke, dass er weiß, okay, es geht. Wenn ich jetzt noch besser fahre, dann kann ich noch besser Punkte holen. Achtung, Valvorik gegen Harald O'Hörlefsson. Valvorik, wenn er Siebter würde. Valvorik wäre jetzt schon mal Vize-Weltmeister. Aber da hat er die Rechnung noch nicht ohne den Isländer gemacht. Jetzt muss der Isländer aber aufgeben. Ich will das nochmal sehen. Also Platz 7 gibt 10 Punkte. Wäre Valvo mit 164 Vize-Weltmeister. Veco immer noch Weltmeister, 169. Valvo wäre Vize-Weltmeister mit 164. Barada wäre WM-Dritter mit 158. Also jetzt ist Valvo Vize-Weltmeister. Jetzt ist Valvo Vize-Weltmeister. Ja, der ist auch noch nicht ganz weg. Muss nur Fehler vorne passieren, der ist noch nicht ganz raus. Man hat ihm ja mittlerweile Funk mitgeteilt, Le Gall ist Drittletzter. Also Valvo weiß, dass er dass vorne noch ein Fehler passieren kann und da ist noch nicht raus aus der WM. Ist noch möglich, den zweiten Titel zu holen. Aber im Moment hätte der sein Teamkollege nach wie vor die WM. Auch Joe Gerner hat ja schon im Vorfeld gesagt, also wenn Veco Weltmeister würde, ich tät's ihm von Herzen gönnen. Ich habe immer an den geglaubt. Ich habe den nicht umsonst damals mit als Debütant ins neue Team geholt von uns damals. Ich habe gewusst, dass der Veco das mal irgendwann schaffen kann. 2016. Wäre wie Max Verstappen in echt, der auch 2016 bei Red Bull debütiert hat und 2021 Weltmeister. Slivic. Jetzt Rano Hörlifson fährt nicht durch. Schwalt in der Box. Es geht los mit der Boxenstopps. Czewicki, Box. Matze, Box. Schwalt in der Box spielt keine Rolle. Also Nico Le Gall jetzt 17. Wir gucken immer natürlich unten, was der Le Gall macht. Nico Czewicki, der Stopp muss klappen. Veco fährt eine Runde mehr, führt den Grand Prix von Brasilien an und wäre jetzt mit 25 Punkten, da würde er noch einmal 3 Punkte mehr holen bei 172 jetzt. Stopp von Czewicki, es geht um einen Rennsieg. Das darf man nicht vergessen. Vielleicht auch der größte Tag im Leben von Nico Czewicki in der Formel 1. Ein Grand Prix-Sieg. Slivic, die gehen auch alle an die Box. Valvo jetzt 5. Bär 3. Barada. Box, Veco, Box. Wo ist denn der Czewicki rausgekommen? Die müssen alle noch an die Box. Schweizer in der Box, O'Hörlefsson in der Box. Czewicki kommt vor Fuchsi raus. Wichtig, weil Fuchsi Durchfahrer ist. Er kann sich und Schweizer ist dahinter rausgekommen. Wir können wieder nicht alle Boxen stoppen. Le Gall 15. Kenny in der Box. Veco Meyer geht jetzt in die Box. Veco Parada wäre jetzt wieder Vize-Weltmeister. Valvo WM-Dritter. Aber Valvo wird dann auch bald in die Box müssen. Veco Meyer. Für den geht es noch um viel mehr. Nicht nur um den Rennsieg. Für den geht es heute um den WM-Titel. Der WM-Titel vom Niederländer Veco Meyer.
Also der hat noch mehr zu verlieren. Der kann auch den Czewicki gewinnen lassen. Jetzt muss der Stopp bei Red Bull klappen. Da ist die Red Bull Box. Wekomeyer. Es führt jetzt seit Parada vor Valvorik. Vollkusch. Da kommt Czewicki. Wo kommt Wekomeyer? Czewicki wird definitiv wieder vor Wekomeyer rauskommen. Ah, Achtung! Achtung, Wekomeyer! Czewicki, da kommt Wekomeyer. Ja, Wekomeyer kommt direkt hinter Czewicki raus. Also bereinigt Weko wieder Zweiter. Schweizer Dritter. Parada geht noch nicht an die Box. Lukas Beer auch noch nicht. Valvo auf der 4. Okay, Valvo, Box ist lepp. Wir müssen halt da ins Cockpit schalten. Auch Grüße an der Xbox-Test. 1,21,6 Christian Schwald. Der könnte auch noch den geteilten Award bekommen. Weil der Xbox-Test jetzt wieder sagt, ich gucke auf die Spritanzeige. Ich habe die Anzeige ja nicht mit der Pit. Das war ja dieser Drehzahlmesser am Anfang. Der hat so gestört. Deswegen muss man ins Cockpit gucken. Parada führt aktuell Parada auf 25 Punkte. 142 und 20, 162 und 5, 167 wäre Weltmeister, aber der muss noch in die Box. Dann würde der Titel wieder zu Wekomeyer gehen. Valvo in der Box. Der wohl nur Vize-Weltmeister wird oder WM-Dritter am Ende wieder. Oh, der fällt weit zurück, weit zurück. Le Galla. Wo ist Valvo? Le Gall kommt jetzt in die Punkte, kommt auch vor Valvo wieder raus. Aktuell Le Gall mit der Durchfahrtsstrategie 1,21,1 der Kenny. Valvo 12. Ja, aber da wird Le Gall nicht bleiben. Jetzt wäre der Valvo wieder hinterm Le Gall in der WM. Wekomeyer, die müssen alle noch in die Box. Eichert war in der Box. Seit Parada wäre jetzt momentan der Weltmeister. Aber der muss noch einen Boxenstopp einlegen. Aber der könnte ja auch noch mitspielen. Wäre der dritte Grand Prix-Sieg von Parada. Bär ist dahinter. Christian Freund in der Box. Damit wird Wekomeyer jetzt auf die 6 kommen. Also momentan würde ich sagen, läuft es eher auf der Wekomeyer hinaus, weil Parada wird wohl auch hinter ihm wieder zurückfallen. Und der Weko hat ja eh seinerseits 7 Punkte Vorsprung vom Said Parada gehabt. Da kommt Wekomeyer gegen Ferenc Folkos. Matze ist dahinter. Weko auf der 5. Matze greift an. Selbst der dritte Platz reicht dem Wekomeyer. Czewicki wird bereinigt die Führung übernehmen. Parada geht noch nicht an die Box. Czewicki wird auf jeden Fall bereinigt die Führung im Brasilien Grand Prix wieder haben. Wir können nicht alle Boxenstopps zeigen, weil das spannend. Momentan wäre Parada mit dem Sieg Weltmeister, aber der muss noch in die Box und wird definitiv wohl hinter. Matze Schweizer hat Wekomeyer kassiert. Kriege man nicht mehr rein. Matze Schweizer wäre jetzt bereinigt Zweiter. Auch der dritte Platz würde Wekomeyer immer noch zur WM reichen. Das Thema ist nicht gegessen. Während Valvo momentan noch immer hinter Le Gall hängt. Der aber nicht sehr weit vorgekommen ist durch den Fahrfehler. Hat Ferenc Folkos. Der hält die da ein bisschen auf. Also für den Weko ist noch nichts gegessen. Lukas Beer in der Box. Schweizer. Und das hilft natürlich Nico Czewicki. Beer in der Box. Czewicki schon mal an ihm vorbei. Nico Czewicki jetzt schon Zweiter. Parada wird gleich rein müssen. Boxenstopp, Boxenstopp, Zeit.
Matze Schweizer gegen Ferenc Folkos. Und der Veco Meier zieht mit, wenn er jetzt natürlich einen dummen Quatsch macht. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Erstmal Veco, erstmal Matze. Ich glaube, Folkos mit Durchfahrer, aber da gucke mal nicht rein. Ich gucke ja nur rein wegen der Boxenstopps. Und Parada geht in die nächste Runde rein. Schweizer bereinigt Zweiter. Und jetzt gucken wir uns noch Veco Meier an, der da mitziehen konnte. Mit einem dritten Platz wäre der Veco Meier nach wie vor der Weltmeister. Ja, und hat der Ferenc Folkos sogar die Lücke aufgelassen und beide quasi ziehen lassen. Scheint Durchfahrer zu sein. Bei Folkos weiß ich es jetzt gerade nicht mehr. 12 Runden noch. Veco Meier hat einen Platz gegen Schweizer verloren nach der Stopps. Der Matze jetzt bereinigt Zweiter. Parada geht in die Box. Czewicki wäre aber der Leader. Veco würde auch mit dem dritten Platz die WM gewinnen. Valvo und Le Gall weit hinten. Und Parada wird definitiv hinter ihn zurückfallen. Ja, 32. Ja, Parada geht in die Box. Den Stopp nehmen wir mit, denn er ist ja auch noch im WM-Kampf. Aber aktuell würde ich sagen, läuft es für Veco Meier als Formel-1-Weltmeister. Das ist ein andersartig kurioses Finale, denn wer hätte dann am Ende mit einem Veco Meier gerechnet? Parada kann aber auf jeden Fall Vize-Weltmeister werden. Jetzt in der Boxzeit, Parada. Czewicki wird die Führung übernehmen, hat sie schon übernommen bereits. Schweizer kommt, Veco Meier kommt. Die werden auch alle vorbeigehen. Ferenc Folkos geht auch noch vorbei. Und Parada kommt auf der 5 wieder raus. Hinter Ferenc Folkos, aber vor Lukas Bär. Nico Czewicki führt 11 Runden vor Schluss wieder im Grand Prix von Brasilien. Der spielt keine Rolle. Schweizer würde damit die 10. WM-Position, vielleicht sogar noch die 9. Position schaffen vom Eichert. Le Gall ist 10. vor Valvo. Wir rechnen das mal hoch. Also, Schweizer, Veco Meier jetzt aktuell 3. nach der Stopps, hat den Platz an Schweizer verloren. Würde 20 Punkte bekommen. 147 macht 167. Würde die WM-Führung übernehmen, wäre Weltmeister. Parada 5. bekommt 15. 103. Achtung. Achtung, Parada. Ja, 15 Punkte aktuell bekäme 143 und 10, 153. Und 5 wäre 158, wäre Vize-Weltmeister. Aber wenn er jetzt am schweren Folkos vorbeikommt, wäre Vize-Weltmeister. Dann haben wir Luca Le Gall aktuell. Oh, der zieht's Paket. 10. gibt nur 5 Punkte. Wäre 160, der wäre WM-Zweiter. Achtung, Le Gall macht einen Fehler. Verliert den Platz. Gelb, 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 gelb. Verliert den Platz hinter Valvo. Und da steht Veco Meier. Reifenschaden hinten rechts. Reifenschaden hinten links. Kostet Veco Meier die WM. I have a puncture, I have a puncture. Hinten links kostet ein Reifenschaden Veco Meier die Weltmeisterschaft. Der war auf einem ungefährdeten WM-Platz. Was ist denn das für eine Weltmeisterschaft? Was für ein Drama. I have no words, I cry, I can't cry, guys. Oh my God. It's not your problem, Veco. You have the best performance. This was a champion's drive, sorry.
Veco Meyer verliert mit einem Reifenschaden hinten links, zerfetzt der Reifen, verliert Veco Meyer die Weltmeisterschaft. Damit Le Gall jetzt auf dem letzten Punkt, Valvo 11. Damit ist jetzt neue Situation. Saad Barada 4. Veco ist jetzt raus aus der WM mit einem Reifenschaden. Der hat jetzt 3/4 des Rennens die Weltmeisterschaft in den Händen gehabt. Barada hat 143 Punkte. Bekäme jetzt 18 Punkte. Dann hätte er 10, 153 und 8 hätte der 110 und 7 sind 160. Der müsste bei 161 kommen. Barada ist jetzt der Weltmeister. Überholt jetzt, das müssen wir uns nochmal angucken, überholt Ferres, Volkus und jetzt dreht sich das ganze Spiel um, denn jetzt wäre der Weltmeister wieder beim Gernerlager und heißt Saad Barada. Das ist nicht zu glauben. Die 1 würde auf einem Gerner bleiben. Das ist ein krankes Finale. Es hat 3/4 des Rennens nach Veco Meyer ausgesehen. Und ein Reifenschaden kostet Veco Meyer die Weltmeisterschaft am Ende. Das kann man fast niemandem erzählen. 103, Achtung, das interne Duell. Volkusch lässt Bär ziehen. Gucken wir uns auch nochmal an. Das war eindeutig, dass Volkusch, der fährt wohl durch. Hat Lukas Bär. Es geht natürlich um Platz 3 der Konstrukteure gegen Gerner aktuell und hat Lukas Bär ziehen lassen. Der hat mit der WM nichts zu tun, könnte sich aber auf Rang 4 arbeiten. So, wir gehen jetzt mal durch. Veco Meyer raus, bleibt bei 147. Valvo aktuell wäre 10. Damit kriegt er 3 Punkte, damit hätte er 157. Luca Le Gall wäre aktuell 12. 156. Saad Barada hat 143, bekäme 20 Punkte, wäre mit 163 Formel 1 Weltmeister. Valvorik Vize mit 157, Le Gall 3. Veco würde am Ende 4. Lukas Bär 133, kommt dran an der Barada momentan. Lukas Bär 133, 10 macht 143 und 8 macht 151. Dann wäre Lukas Bär sogar noch an Veco Meyer vorbei. Der würde nur noch 5. Veco Meyer. Und bis zum Reifenschaden war Veco Meyer auf WM-Kurs. Aber jetzt heißt der Weltmeister Saad Barada in seiner erst zweiten Formel 1 Saison. Und wiederholt Gerner einen Fahrertitel. 20 Punkte würden bedeuten 163 Punkte. Damit würde Saad Barada auch mit 2 Saisonsiegen Weltmeister. Valvo aktuell 9. Damit bekommt er jetzt 5 Punkte. Wäre er bei 159. Also Barada hat noch einen Gegner zu knacken. Und das ist Valvorik. Denn wenn der jetzt noch weiter nach vorne kommt, dann ist er der Weltmeister. Muss noch 2 Plätze holen, dann heißt der Weltmeister Valvorik. Die Frage, muss Matze Schweizer vielleicht noch langsam machen? Wenn Valvo jetzt Jake Eberhofer überholt, dann ist Valvorik der Weltmeister. Aber da hat der Boris Livic auch noch was dagegen. Achtung! Boris Livic! Und Achtung, Valvo vertut sich. Kommt da der Toyota auch noch durch? Nein. Ha, wieder etwas Entwarnung für Barada. Wenn Valvo
auf den 8. Platz vorkommt, dann hat er die WM gewonnen. Dann steht er wieder vor Barada. Sollte er 10. bleiben, steht er hinter Barada. Also Valvo muss noch 2 Autos überholen, um die WM zu gewinnen. Das noch gute 7 Runden vor Schluss. Aber da hängt der Toyota von O'Hurlefson hinter. Während Ferres Folkus jetzt von Christian Freund überholt wurde, kriegen wir nicht mehr rein. Also Valvo muss jetzt Stand jetzt 8. werden, um die WM noch zu gewinnen. Luca Le Gall ist, können wir uns wegdenken. Da kann nur noch ein Wunder helfen. Veco Maia mit Reifenschaden die WM verloren. Barada gegen Valvo, heißt es jetzt. 7 Runden vor Schluss heißt es Barada gegen Valvoric. Beide mit 2 Grand Prix-Siegen in dieser Saison. Was ist das für ein Finale? Nico Cevicki, wenn der es durchbringt, gewinnt er sein erste Formel 1 Grand Prix heute. Und was wird der schreien, wenn er sein allererstes Rennen heute gewinnt? Und das beim Finale. Matze kann ihn nicht einholen. Matze müsste vielleicht schneller sein, um Barada irgendwie rankommen zu lassen. Damit der noch einen Platz gewinnt. Weil Valvo ist die Gefahr, die viele nicht auf dem Schirm haben. Jake macht einen Fahrfehler. Im Angriff auf der Boris Livic. Das Paket ist sehr interessant, weil Jake und Slivic, die muss Valvo überholen, um die WM noch zu gewinnen. Veco hat er los, Le Gall hat er los. Barada wäre vorne, aber nur wenn Valvo nicht 8. wird. Valvo jetzt 9. Also ich glaube, dass es der Valvo noch schafft am Ende. Wenn man sich überlegt, das hätte der Veco sein können. 9. Platz, Valvoric. Gibt 5 Punkte. 159 zu 100. Ja, 159. Die 5 Punkte für Valvoric zu 163. Barada wäre immer noch Weltmeister. Wenn er Slivic überholt, dann bekommt er 8 Punkte. 104. Wert, 160. Reicht noch nicht, er muss sogar 7. werden. Also selbst Boris Slivic reicht noch nicht. Er muss an Slivic und Fuxi vorbei. Dann bekommt er 10 Punkte. Also Valvo muss 7. werden. Muss also Slivic reicht noch nicht. Er muss auch noch den Fuxi kassieren und 7. werden. Dann wäre Valvo 2 Punkte vor Barada. 5 Runden vor Schluss ist momentan ein marokkanischer Formel 1 Weltmeister. Und Fuxi ist ein Durchfahrer. Das wird spannend. Achtung, Boris Slivic. Der macht aus Rennen seines Lebens heute. Und Achtung, Valvoric. Also momentan brauchen wir uns den Barada nicht angucken. Der ist souverän Dritter. Da würde ich Le Gall aus den Punkten gefallen vom Kenny überholen. Der spielt keine Rolle mehr. Der hat die WM vor einer Woche verloren. Valvo kann sie auf dem letzten Drücker gewinnen. Das gibt da so ein 2008 Remake ohne Rennen. Ohne Regen. Wenn der Slivic nicht am Fuxi vorbeikommt. Der Fuxi wird das Zünglein an der Waage, ob Said Barada, der bei Fuxi in der Grand Prix 2 Edition angefangen hat, Weltmeister wird oder nicht. Also wir hätten ja schon 3 Weltmeister gehabt heute. Und jetzt greift Slivic an. Also die Spannung ist eigentlich hier. Valvo hat sich vertan. Slivic kann sich jetzt absetzen, wenn er das Manöver schafft. Jawohl, Boris Slivic. Schafft das Manöver. Valvo hat sich leicht vertan. Damit wieder etwas
weiter weggerückt. Das ist das letzte Formel-1-Rennen von Boris Livic, aber was für eins. Wahrscheinlich das Beste seiner ganzen Saison. Die war ja für einen Mülleimer bisher. Wir wissen aber, dass der 8. Platz Valvo noch nicht reicht. Er muss 7. werden. Valvo muss 7. werden, um Weltmeister zu werden. Um Barada noch um 2 Punkte abzufangen. Ein 8. Platz reicht nicht. Er braucht den 7., dann wäre er einen Punkt vor Barada. Mit dem 8. Platz bekäme er ja nur 8 Punkte. Und dann wäre er 3 hinter Barada. Achtung, Valvo. Valvo und Fuxi Oerlefsson spielt mit. Achtung, das wird jetzt auch spannend, was der Oerlefsson da jetzt macht. Fuxi lässt den Oerlefsson ziehen, vielleicht um den Valvo anzugreifen. Gleich. Gibber, das ist jetzt spannend, weil da geht es um die WM. Und Harald Oerlefsson könnte den Valvorixi noch ruinieren. Valvo 8. Es gibt 8 Punkte. 154 plus 8 macht 160. Barada hat 143 Punkte plus 20 macht 163. 3 Punkte Vorsprungszeit Barada vor Valvorik. Und der muss am Slivic vorbei. Wenn jetzt aber Barada vom Schweizer durchgelassen würde, dann müsste Valvo 6. werden. Also das ist jetzt das finale Duell und dieses Rennen hat Geschichte geschrieben. Es sah 3/4 im Rennen nach Valvos Teamkollege Veco Meyer aus. Le Gall hat die WM schon in Argentinien weggeworfen und hier verzockt. Veco Meyer hat die WM mit einem Reifenschaden verloren. Und jetzt ist es doch Valvo, dem am Ende 3 Punkte auf einer ausgerechnet seit Barada fehle. Ja, jetzt könnte Ferres Folkus zum Zünglein werden. Das wird kribbelig. Da kommt Valvo. Aber Valvo hat nichts zu verlieren. Valvo hat nichts zu verlieren. Hot oder not, der weiß es. Also bei Gerner zittern sie jetzt. Christian Horner wippt mal wieder mit den Füßen. Red Bull gegen Gerner um den Fahrertitel letztendlich. Kein Renault in Sichtweite. Red Bull würde die Konstrukteursweltmeisterschaft damit gewinnen. Aber gewinne sie auch noch die Fahrer-WM. 2 Runden. Wir schalten extra nicht nach vorne, da passiert nichts mehr. Czewicki hat das im Griff vor Schweizer und Barada. Die Action spielt sich auf den Plätzen 6, 7 und 8 ab, weil da entscheidet sich letztendlich die Weltmeisterschaft. Slivic kommt da noch am schwere Folkusch vorbei. Valvo ist schneller. In der Final Lap schaltet natürlich die Regie zu Czewicki, der heute seinen allerersten Formel 1 Grand Prix doch noch schafft zu gewinnen. Jetzt ist Slivic dran. Das nehmen wir mal mit, das nehmen wir mit, Freunde. Oh, 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 oh. Das, wenn Slivic jetzt vorbeigeht an Ferres Folkus. Der Ungar gegen den Kroate, aber warum soll der den da durchlassen? Ich ahne hier so ein 2008 Remake als dramatisches Finale. Le Gall, Final Lap. Czewicki führt. Schweizer 2, Barada 3. Reicht es zur WM? Das wissen wir noch nicht. Bär auf der 4 wird sich in den Top 5 oder Top 4 der WM verabschieden. Freund, Folkusch, Slivic, Valvorik. Da entscheidet sich die WM.
Harald Oerlefsson, Kenny, Fuchsi und Eberhofer. Das sind die Punkteplätze. Le Gall auf der 14. Wilko Meier raus. Und wo ist der Kenny? Ist 10. Das wird nicht reichen. So, Slivic. Das ist eine wichtige Attacke. Niko Cevicki, die Regie schaltet so rum, aber es ist noch nicht. Für Niko Cevicki ist damit jetzt, er kam mit dem McLaren nicht zurecht, aber dann ausgerechnet in seinem letzten McLaren-Rennen. Er geht zu Ferrari und er geht nicht als mit 0 Siegen zu Ferrari. Das ist eine Riesennummer. Niko Cevicki kommt über die Linie und gewinnt sein allererstes Formel 1 Rennen. Niko Cevicki. Matze Schweizer auf der 2. Sein Parade auf der 3. Aber ob er Weltmeister wird, das erfahren wir gleich. Bier auf der 4. Freund auf der 5. Mein Headset hat sich verwickelt. Ganz schlecht. Oh, ganz schlecht, mein Headset hat sich verwickelt. Barada auf der 3. Slivic, Valvo. Jetzt wird spannend. Barada auf der 3. Freund auf der 5. Holland Nissan Konstrukteurs Dritter. Herzlichen Glückwunsch Red Bull zur Konstrukteurs WM. Und Said Barada! Said Barada ist Weltmeister! Said Barada ist der Weltmeister! Said Barada ist der Weltmeister 2021. Valvoric hat es um 3 Punkte nicht geschafft. Jubel in der Gerner Box. Jubel in der Gerner Box. Red Bull ist Konstrukteursweltmeister. Wahnsinn. Okay, Nico. Well done! This is your first ever win in Formula One, Nico! What a race! Yes! Woo-hoo! Yes! Yes! Woo-hoo! Guys! What's a crazy race! Unbelievable! My last race for McLaren's was so a difficult season. Thank you so much. This is my first ever win in Formula One. Yes! Woo! Okay, Nico. This was unbelievable. So verdient dein allererster Grand Prix Sieg. Well done, Nico. Great, great job. Danke trotzdem, dass du hier warst. Ein versöhnlicher Abschluss, Nico, genießt das. Yes! Yes! Oh, unbelievable, guys, unbelievable. I lost my words. Yes! Okay, Matze, P2. P2. Well done. Great job. I'm so happy, this was so... Shit season for me. I lost many points for this team. Second and third, this is a good result for the team. I hope for Said. Ich hoffe, es hat für ihn gereicht. Was für ein Rennen. Said, third place, Said. But we have a great news. Said Barada, you are the first Moroccanian Formula One world champion. You are the world champion. You are the world champion. Second time for Gerner. Yes. No. Yes, Said, it is real. Joe is here. Another Drivers' Championship for Gerner Racing. Well done. The number one
bleibt bei uns, die 1 bleibt bei uns im Team, seid absolute Spitze. Das war sensationell, Junge. Das war sensationell. Valvo hat es um 3 Punkte nicht mehr geschafft, dich zu verdrängen. Sensationell. Oh, no, 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 guys. No, 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 no. Oh, ha, 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 ha. Genieße Zeit. Enjoy this. You are World Formula One Champion. Well done. Okay, Valvo, Valvo. So close. 163 to 160. 3 points. You lost the championship by 3 points. What a season, Valvo. You are the greatest man of Austria. I a little bit speechless. Congrats for the team. We won the Constructors' Championship, but I have no words. I lost the championship. Congrats for Zeit. Zeit has, in the end, win the World Championship. What's a crazy final. Boah. Wir haben die Konstrukteurs-WM zwar gewonnen, aber Jungs, wir müssen da über die Saison reden. Diese vielen Durchfahrtsstrategien da in Holland, in Belgien, in Kanada, mit der Fehlkalkulation im Sprit. Wir hätten das Ding am Ende gewinnen können, ganz locker noch. Und dann haben wir so versiebt. Schade, auch für Veco, auch für ihn sah es lange gut aus. Also darüber müssen wir reden, Jungs. Ich bin stinkesauer. Diese WM hätten wir nicht verlieren müssen. Diese WM hätten wir nicht verlieren müssen. Ich bin stinkesauer. Aber darüber reden wir jetzt nicht im Funk. I'm so angry of you. I'm so angry. Sorry, guys. Sorry. Ich kann's verstehen. Okay, Luca. Luca. We lost the championship. We are only fourth. We are only fourth in the championship. We lost the championship. Only third position. You have a great season. But you lost the WM. You lost the championship. Not today. You lost the championship last week. Yes, guys. I'm right. Congrats for Zeit. It was unbelievable, sensational championship for Zeit Barada. I know I lost the championship last week in Argentina. Liebe Leute, ich weiß es. Ich muss mir selber an die Nase packen. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Wir hätten letzte Woche die Weltmeisterschaft gewinnen können. Oder wir hätten heute sie knapp gewinnen können. Tut mir sehr leid, ich hab's versaut, ich hab's versiebt. Die letzten beiden Rennen. Es ist nicht eure Schuld. Ich hab's verloren. Vor allem letzte Woche in Argentinien. Sorry, guys. This was my fault. This was not your fault. It's okay, Luca. Next year, come back stronger. You are a great driver. You are a great driver. Okay, Luca, here's your dad. It is what it is. A great season. You are the best performance for you. Next season, Luca, we won the championship. Next season. Sorry, Dad. This was my foul. Wir hätten es nicht verlieren müssen, Vater. Wir hätten es nicht verlieren müssen, Dad. Sorry. It's not problem, Luca. It's not problem. Next year, come back stronger. I'm so proud of you. Ja, Luca Le Gall hat die WM vor einer Woche in Argentinien weggeschmissen, denn dann hätte er heute locker Weltmeister sein können. Ich glaube, das ist schon mal Top 5 der besten WM-Finals. Und Joe Gerner, zweites Mal in Folge gewinnt ein Gerner-Fahrer im letzten Rennen die Fahrerweltmeisterschaft.
Und da jubeln sie schon. Und Niko Cevicki, der kann es nicht glauben. Der Bann ist gebrochen. 50 Minuten 31 hat Niko Cevicki für McLaren BMW und auch für sich selber seinen allerersten Formel 1 Grand Prix Sieg geholt. Er geht also mit doch einem Grand Prix Sieg zu Ferrari. Wahnsinn. Niko Cevicki, Pol und Start-Ziel-Sieg. Ich glaube, er hatte nur mal die schnellste Runde nicht und nicht alle Führungsrunden. Wahnsinn. Niko Cevicki gewinnt den großen Preis von Brasilien. Was für ein Rennen. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist nicht zu glauben. Matze Schweizer kommt zum ersten Mal nach seinem Sieg in Adelaide aufs Podest und dann ein Doppelpodium für Gerner. Saeed Bharader mit Platz 3 wird am Ende in meinen Augen doch auch ein Überraschungs- und Sensationsweltmeister in seiner erst zweite Formel 1 Saison mit gerade mal 2 Grand Prix Siege in seiner Karriere ist er Formel 1 Weltmeister 2021. Gerner Volkswagen behält die Startnummer 1 von Matzes Auto, wird sie umgeklebt aufs Auto von Saeed Bharader. Was für eine Weltmeisterschaft. Das ist unfassbar. Lukas Beer auf Platz 4 sichert Holland Nissan unter Umständen mindestens Platz 4 und wird WM-Fünfter. Christian Freund auf der 5, Ferresh Folkus auf der 6. Boris Livic war derjenige, den Valvo noch hätte überholen müssen, um die WM am Ende noch mit einem Punkt Vorsprung zu gewinnen. Während ich mal wieder einen ganz komischen Bildaussetzer habe, aber Gott sei Dank erst der zweite heute. Ich glaube, irgendwas scheint nicht mehr so ganz gut zu sein, obwohl es noch gar nicht so heiß ist. Aber wahnsinnig. Also Valvo hat am Ende, hätte er Boris Livic überholen müssen, dann hätte er 10 Punkte bekommen und dann wäre er einen Punkt vor Bharader gewesen. Am Ende sind es 3 Punkte hinter ihm. Slivic, seinem letzten Formel 1 Rennen, das Rennen seines Lebens heute gefahren. Es war stark, auch Bär mit Platz 4, ein schöner Abschluss noch in der Top 5 der Fahrer-WM. Valvo verliert die WM um 3 Punkte und war im Boxenfunk angepisst über Durchfahrtsstrategien. Ich sag nur Assen, ich sag nur Montreal. Das hat er gesagt. Er hat gesagt, darüber muss zu reden sein, denn die WM hätten wir hinterher raus noch gewonnen. Also da gibt's Krach. Veco Maier sah wie der sichere Weltmeister aus, verliert zur Rennmitte die Weltmeisterschaft mit dem Reifenschaden. Der kann es auch nicht. Luca Le Gall hat es in Argentinien vor einer Woche. Ich habe es geahnt, dass der Fehler in Argentinien sich noch rächen wird für den Le Gall. Und am Ende hat er sie verloren. Haraldo Hörlefsson stark auf der 9. Kenny 10, Fuxi 11. Und Jake holt noch Punkte. Keine Punkte für Aston Martin. Die werden am Ende WM-Fünfter. Aber super Saison. 13 und 14, Eichert vor Schwalt. Le Gall 15 hat die WM, wie gesagt, vor einer Woche schon verloren. Prerat, Rickard, Heibrecht, Herbstritt. Ja, und De Coimbra. Veco Maier mit Reifenschaden. Ja, bis zu dem Zeitpunkt war der Veco Maier der Weltmeister mit dem dritten Platz. Da war der Bharader weg vom Schuss. Veco Maier war zu dem Zeitpunkt Formel 1 Weltmeister. Und dann hat ein Reifenschaden seinen Traum zerstört. Und Linus Hartmann hat das Auto weggeschmissen. Nur 2 Ausfälle. Und am Ende wird Saeed Bharader der zweite Lachen. Ich habe doch gesagt, Veco Maier und Bharader. Die zwei muss man im Auge behalten. Es ist Saeed Bharader geworden. Und Niko Cevicki kann es nicht glauben. Fahrerbeste Runde geht an den Kenny. Damit müssten Kenny, Cevicki, Le Gall und Bär, die müssten jeweils den Gesamtaward holen. Bharader war ganz knapp dran an der schnellsten Runde. Der hätte fast allein das Ding geholt. Und bei Gerner, Konstrukteurs-WM war der Matze zu schwach am Ende. Aber wieder holt man im letzten Rennen wie im Vorjahr. Nur diesmal hatte Bharader aber in der Saison noch 2 Rennen gewonnen.
Also nicht ganz so unverdient. Le Gall hat mehr Siege gehabt, aber hat die WM in der Südamerika-Renne weggeschmissen. Das, was Valvo im Vorjahr passiert ist. Und jetzt geht's in die Fahrer-Weltmeisterschaft. Tabelle. Beide 162. Aber Barada. Ja, jetzt ist die Frage. Habe ich mich da so verkalkuliert? Ist am Ende doch Valvo der Weltmeister? Das muss man jetzt sehen. Le Gall, Lukas Beer am Ende WM Vierter. Jetzt wäre ich Weltmeister. Barada und Valvo punktgleich. Beide zwei Siege. Jetzt entscheidet die Anzahl der Podestplätze. Boah, das ist mir jetzt peinlich, wenn ich das jetzt versiebt habe. Le Gall ist raus. Jetzt müssen wir mal angucken, wie die Konstrukteursweltmeisterschaft geht an Red Bull. Gerner wird Vierter. Boah, das ist jetzt Valvo vor Barada. Da müssen wir erst einmal in die Ergebnisse. Valvo hat 1, 2, 3, hat 2 Siege, 2 Zweite, 1 Dritte Platz. Was hat der Barada? Zwei Siege, 2 Dritte, 3 Dritte, 1 Zweite Platz. Valvo hat die WM doch noch gewonnen. Valvo hat einen zweiten Platz mehr. Boah, das ist mir jetzt peinlich. Da hat man den Saad Barada den Jubel gegeben, aber am Ende ist ein zweiter Platz doch noch ausschlaggebend. Und jetzt steht man natürlich da, weil man bei der Rennleitung jetzt Fehler gemacht hat. Und jetzt will ich mal mit Punkte sehen, was hat denn der Valvo jetzt, was hat denn das jetzt gegeben? Habe ich mein eigenes Punktesystem falsch interpretiert? Punkte, Punkte, Punkte. Was hat der Valvo jetzt gekriegt am Ende? Da wird auch nicht angezeigt, richtig hier. Da wird da gar nicht angezeigt, der Valvo. Was ist denn das für ein Quatsch? Alle Endpositionen. Achter Platz und dann müsste eigentlich Punkte. Ah, okay, da macht er das, übersetzt er das nicht richtig. Okay, gut, also das macht er mit dem Punktesystem mit. Achter Platz. Hatte 154. Nur 6. Ja, klar, ich hab, das war mein Fehler. Ich hab das vertan. Ich hab mich verrechnet hier. Ja, da wäre ein Co-Kommentator jetzt hilfreich gewesen. Also damit Barada und jetzt stehen sie dann da. Und die Rennleitung muss korrigieren, weil die haben da einen Fehler gemacht in der WM-Abrechnung. Und das muss jetzt korrigiert. Das ist mir jetzt peinlich. Das ist mir jetzt echt peinlich. Das tut mir sehr leid für Valvo. Aber dann ist Valvorik der Weltmeister. Dann hat Barada um einen zweiten Platz weniger nicht geschafft. Er hat zwar zwei dritte Plätze, aber Valvo hat mehr zweite Plätze. Und das ist bei Punktgleichheit und bei gleicher Anzahl der Siege natürlich entscheidend. Das macht das Spiel natürlich auch richtig, aber ich hab's falsch gemacht. Ja, 154. 2 macht 156 und 2 macht 158. Und zwar, ja, ich habe den Fehler begangen. Ich habe falsch gerechnet. Ich habe falsch gerechnet. Es war mein Fehler. Ich habe es versiebt. Also sorry, liebe Zuschauer. Ich habe die Hochrechnungen versiebt. Boah, das ist mir peinlich. Das ist mir noch nie passiert. Und jetzt hat die Rennleitung, ist jetzt zu Gerner gegangen. Riesenjubel bei Barada und Gerner und jetzt und Valvo sieht auch auf der Tabelle, ey, halt, der Barada ist nicht der Weltmeister, schaut mal hin,
Ich bin der Weltmeister. Und jetzt Jubel bei Barada und... Und da gibt's natürlich... Und jetzt ist es offiziell, wir gucken uns die Saisonergebnisse nochmal an. Valvo hat 2 Rennen gewonnen, 2-mal Zweiter, 1-mal Dritter. Wo ist seit Barada? Und das werden wir vergleichen jetzt. 2 Rennsiege, 1-mal Zweiter, 3-mal Dritter und damit ist der eine zweite Platz mehr entscheidend für die WM und damit hat Valvoric die Weltmeisterschaft doch noch gewonnen. Im letzten Rennen mit einem zweiten Platz mehr. Neuer Rekord, das ist sensationell. Und jetzt hat man es gerne mitgeteilt. Jetzt ist offiziell bestätigt, Valvoric ist der Weltmeister 2021. Nicht Said Barada. Valvoric ist der Weltmeister 2021. Offiziell bestätigt. Mit einem zweiten Platz mehr gegenüber Said Barada verliert er doch die WM. Und dazu haben wir auch natürlich nochmal, die haben beide Headsets auf. Und da wird noch einmal ein Funkspruch eingespielt. Das muss man richtig stellen. Das ist mir peinlich, dass ich das mit dem Punktesystem falsch hochgerechnet habe. Das ist mir sehr peinlich. Eieiei, vielleicht wäre das mit einem Co-Kommentator nicht passiert. Wer weiß, aber das ist hier mein Fehler. Mein Fehler. Das habe ich echt falsch gezählt. Und jetzt gibt es nochmal einen Nachbericht. Und die Stimmung bei Gerner total jetzt am Boden. Barada vor Freude geheult gerade. Jetzt. Okay, Side. We have a mistake. This is the race control. Said Barada, we have a mistake in the standings. Sorry, mate. You are not the world champion of 2021. You are not the world champion. You lost the championship over second place. Said. Die Weltmeisterschaft, du hast sie nicht gewonnen. Du hast die WM gegenüber Valvo wegen einem zweiten Platz weniger verloren. Es gab einen Rechenfehler im System das ganze Rennen über. Da wurden die Punkte falsch gerechnet. Es tut mir so leid, Junge, du hast wegen einem zweiten Platz die Weltmeisterschaft am Ende verloren. I have no words. That is crazy. That's unbelievable. What's the end of the season? Oh no. I'm so sad. Congrats for Valvo. Okay, Valvo, race control. Race control, we have a problem with the standings. The standings is corrugated. You are the world champion of 2021. You won the championship by tied of the points over Barada. But you won the championship with a second place more offside Barada. You are the world champion of 2021. You are the world champion. Okay, Valvo gab einen Fehler in der Zeitnahme. Das ganze Rennen über, es wurde nachkorrigiert. Wir haben es geschafft, wir haben doch beide Titel. Valvo, du bist der Weltmeister. You are the world champion. The world champion of 2021. You are the world champion. You have one more second place over Barada. One more second place by tight points. You are the world champion. You are the second driver. With 2 titles in the series. You are world champion of 2021. Yeah! Yes!
Leute, was ist denn das für ein abgefucktes WM-Finale? Noch über der Ziellinie die WM verloren geglaubt und dann ein zweiter Platz mehr, der mich zum Weltmeister macht. Was ist das für eine letzte, was sind das für letzte zwei bekloppte Rennen? Wir haben es geschafft. Wahnsinn, was für eine Saison. Also, wie kann sowas passieren? Eine Zeitnahmefehler in der Hochrechnung. Aber sei es drum. Ja! Yes! Ich hab's! Yes! World Champion! Yes! 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 Second time! Yes! Take that, Schweizer! Take that! Yes! Oh, das gibt nochmal Ärger, dieses Take that, Schweizer. Und ja, wir gucken uns die Fahrerweltmeisterschaft doch einfach nochmal an, denn jetzt ist es bestätigt. Und bei Gerner hat man die zweite Fahrer-WM-Trophäe in der Hände gehabt, aber die Rennleitung bestätigt, es gab einen Fehler bei der Hochrechnung. Mir ist es persönlich jetzt peinlich, dass ich das auch falsch hochgerechnet habe. Es tut mir sehr leid. Aber das Spiel hat es richtig ausgerechnet. Wir haben es nachkorrigiert. Am Ende Valvoric und Saïd Barada mit 162 Punkte und Valvoric hat einen zweiten Platz mehr als Saïd Barada und der macht Valvo zum zweiten Mal zum Formel 1 Weltmeister. Damit geht die 1 zu Red Bull und nicht zu Gerner. Aber was ist das für den Barada jetzt? Erst vor Freude heult er, jubelt, schreit in den Helm und dann kriegt er 10 Minuten später nach dem Rennen mitgeteilt, er ist doch nicht Weltmeister. Boah, das kann einem echt kaputt machen. Also dieses Finale, vor allem die letzten 8 Runden Argentinien und dieses Brasilien-Rennen, das hat schon Top 5 Status. Das ist, boah. Aber die Rennleitung, die GMA hat es bestätigt, ein zweiter Platz mehr hat Valvoric zum zweiten Mal nach 2014 zum Weltmeister gemacht. Wahnsinn. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Verrechnungsfehler. Das war wirklich, das war zu chaotisch. Also das darf nicht nochmal passieren. Das ist peinlich. Da entschuldige ich mich dafür, auch bei Valvo. Und ja, das ist die Abschlusstabelle der Weltmeisterschaft schwarz auf weiß. So endet die Grand Prix 3 WM 2021 und die endet fast in einem ähnlichen chaotischen Style als die echte WM. Nur, dass es da kein Safety Car gab und nicht noch ein paar Überrundete, sondern einfach ein Rechenfehler meinerseits das Chaos ausgelöst hat. Ich bitte das noch einmal zu entschuldigen. Das ist der Stand, offiziell bestätigt, schwarz auf weiß. Beide haben das unterschrieben. Gerner und Barada sowie Red Bull und Valvo mussten das noch unterschreiben, dass das jetzt rechtskräftig und offiziell ist. Formel 1 Weltmeister der Saison Grand Prix 3 2021. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Mal nach 2014 wird Valvoric Formel 1 Weltmeister. Damit hat er mit Matze Schweizer gleichgezogen. Damit ein Jahr nach Matze Schweizer der nächste Fahrer, der seinen zweiten Weltmeistertitel holt. 7 Jahre nach dem letzten WM-Titel hat Valvo und Red Bull es geschafft, beide Titel mitzunehmen. Und bei Gerner ist die Stimmung kaputt. Wir haben gerade gesehen, am Ende reicht es für WM-Rang 4. Hat der Matze. Und jetzt wird man bei Gerner diskutieren müssen, hätte man den Matze Schweizer zurückpfeifen müssen. Denn dann hätte es der Barada geschafft. Dann hätte der Barada die 3 Punkte mehr gehabt. Aber ist so, wie es ist. Seit Barada ein sensationeller Vize-Weltmeister. Es war ein zweiter Platz, der gefehlt hat. Denn bei Gleichheit der zweiten Plätze wäre Barada mit mehr dritten Plätzen Weltmeister gewesen. Also hätte Barada einen zweiten Platz mehr geholt, dann wäre er aufgrund der mehr dritten Plätze, da würde es 3-1 für Barada stehen, hätte er die WM gewonnen. Also am Ende hat es dann doch noch gereicht, der achte Platz für Valvo die WM zu gewinnen.
Luca Le Gall eine hervorragende Saison. Er hat die WM in Argentinien weggeschmissen. Und das weiß er, das hat er im Funk gesagt. Am Ende mit 155, also Valvo und Barata 162 Punkte. Valvo ein zweiter Platz mehr als Barata, macht ihn zum zweifacher Weltmeister. Luca Le Gall 155, drei Siege, aber am Ende nur WM-Dritter. Aber er weiß, wo er die WM weggeschmissen hat. Das war vor einer Woche in Argentinien. Lukas Bär verabschiedet sich, beendet seine Formel-1-Karriere mit 151 Punkten auf WM-Rang 4. Was für eine Sensation. Und da ist eine rauschende Party. Holland-Nissan wird Konstrukteursdritter, hat Gerner und Aston Martin noch abgefangen. Und da haben die so viel, das sei ihnen gegönnt, so viel Pech. Bär hätte auch noch in Ungarn gewinnen können. Ein Doppelpodium hätte es noch gegeben in Japan. Ein Sieg von Volkusch wäre in Österreich drin gewesen. Hochverdient. Und das ist ein schöner Karriereabschluss für Lukas Bär in der Formel 1. Wahnsinn. Und Veco Meyer ist einer, also Luca Le Gall, der hat es aber, wie gesagt, in Argentinien weggehauen. Veco Meyer, ein Pechvogel. Wenn er ins Ziel gekommen wäre als Dritter, dann wäre er der Red Bull-Fahrer gewesen, der Weltmeister war. Und nicht Valvorik. Am Ende hat es dann doch der Valvo geschafft, diese WM umzubiegen. Wenn auch nur mit einem zweiten Platz mehr. Neuer Rekord. In der echten Formel 1 war es ein halber Punkt bisher, der Rekord ist. Neuer Rekord. Die knappeste Weltmeisterschaftsentscheidung aller Zeiten zwischen Valvorik und Barata ist ein zweiter Platz mehr entscheidend für die WM. Das ist ein absoluter Rekord, das ist die knappeste Weltmeisterschaftsentscheidung aller Zeiten. Sowas hätte ich in der letzten Formel 1, in der letzten Formel 1 Saison eher erwartet, dass die beiden punktgleich rausgehen. Kenny wird am Ende WM Sechster, Schwald wird am Ende Siebter. Da hat beim Kenny halt eben die zwei Siege mehr bei Punktgleichheit entschieden. Ferisch Volkus, starker 8. Platz beim Debüt. Eichert wird 9. Und Matze Schweizer schafft am Ende noch WM-Rang 10 in einer katastrophalen Saison, wo er nur den Sieg am Anfang und den 2. Platz am Ende. Zwei 4. Plätze noch zwischen ein 5. Ja. Er hat gerne mit den Platz 3 gekostet. Also man wird sich hier, erstmal muss man den Barata aufbauen, der die WM gewonnen geglaubt hat und hinterher raus erfährt, er hat sie doch nicht gewonnen. Und der Schweizer muss sich mental hinterfragen, was er in der Saison falsch gemacht hat. Damit bleibt geht die 1 jetzt zu Red Bull. Zum ersten Mal hat Red Bull einen Fahrer ohne Konstrukteurstitel bei uns. Christian Freund wird 11. Boris Livic beendet als 12. die Saison. Frederico de Coimbra, Jake Eberhoff, der Vize-Weltmeister des Vorjahres, schlägt zwar der Czewicki am Ende, aber hat halt nur den 14. Platz der Vize-Weltmeister der letzten beiden Jahre. Rickard 15, Czewicki 16 und geht als Grand Prix-Sieger jetzt zu Ferrari. Das ist sicher auch ganz wichtig mental zu wissen. Ich kann die Rennen gewinnen. Und mal abwarte, was da noch kommt. Dann haben wir Hartmann, Heibrecht, Herbstritt, O'Hörlefson, Prerat und Fuchsi. Und Valvo ist jetzt zur Gerner-Box gegangen und hat den Barata in Arm genommen, weil das war die knappeste und auch kurioseste WM-Entscheidung. Also die letzte 8 Runden in Argentinien und das Finale. Also ich war überzeugt, Barata hat es gewonnen. Am Ende sieht man in der Tabelle, es ist doch nicht so. Also auch von meiner Seite nochmal sorry, das ist peinlich. Wir gehen mal in die Konstrukteursweltmeisterschaft. Die ist etwas deutlicher. Mit 309 Punkten hat Red Bull Honda zum ersten Mal die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen. Und damit hat Honda jetzt schon zum 4. Mal als Motorenhersteller die Konstrukteurs-WM gewonnen. 2015 mit McLaren als Motorenhersteller die Konstrukteurs-WM gewonnen. 2017 als Werksteam, 2019 mit Williams und 2021 mit Red Bull. Also einmal mit als Werksteam und dann noch mit drei anderen Teams. Viermal Honda ist der erfolgreichste Motorenhersteller jetzt bei uns, hat als Motorenhersteller 4 Konstrukteurstitel gewonnen. Wahnsinn! Also das ist mal ein Wort, das muss man den Japaner echt lassen. Renault am Ende geschlagen, ja, weil Kenny und Le Gall es nicht hingekriegt haben.
gibt es doch nicht die Verteidigung des Titels. Holland, Nissan am Ende 9 Punkte dahinter auf der 3 mit 283. Stark. Sei ihnen gegönnt nach dem viele Pech am Ende. Also die Paarung Volko-Speer war auch sehr, sehr erfolgreich. Gerner Volkswagen am Ende Vierter mit 265. Aber da hat der Matze viele Punkte liegen lassen. Mehr als der Barada, denn jetzt kommt's an. Barada, hätte er Silverstone gewonnen, dann wäre er Weltmeister gewesen heute. Da kann man jetzt viele Rennen raussuchen. Wir gucken nach der Siegerehrung nochmal drauf auf die Ergebnisse. Aston Martin, die Überraschung der Saison. Am Ende wird es dann nur der 5. Platz. Was heißt nur der 5.? Ein sehr guter 5. WM-Rang mit 249. Porsche wird am Ende mit 173, 2 Punkte vor McLaren, BMW mit 171 und Ferrari die schlechteste Saison überhaupt, nur Platz 8 mit 167. Also Porsche wird am Ende 6. vor McLaren, BMW und Ferrari. Mercedes, ja, war im Vorjahr Vorletzter, hat sich jetzt um Position verbessert, 141, hatte aber in der Vorsaison 2 Siege. Alfa Romeo 134 und Toyota am Ende 72. So, wir gehen erstmal zur Siegerehrung, bevor wir uns in den Saisonergebnissen beschäftigen und eine kleine Nachanalyse noch mache zu diesem sehr verrückten, die knappeste WM-Entscheidung und auch gleichzeitig die bekloppt verrückteste überhaupt. Also das ist jetzt schon in dem Top 5 Video der beste WM-Entscheidungen mit drin, hier die 21er. Also das kann ja nächstes Jahr gar nicht mehr getoppt werden. Es hat ja sogar das echte Finale in Abu Dhabi getoppt. Also Brasilien wäre in der echten Formel 1 auch besser Finale. Jetzt geht es aber zur Siegerehrung. Das Podestbild wird jetzt eingeblendet. Valvo, das hat man jetzt auch gesagt, es gibt die Überraschung, der Weltmeister darf nachher als Special Guest aufs Podest und bekommt dann so einen Siegerkranz. Den hätte Barada gern gefeiert, den WM-Titel. Der ist den Tränen nahe. Joe muss ihn trösten. Es wäre der 2. Fahrertitel in Folge geworden. Am Ende hat ein 2. Platz. Und da wird man sich ärgern, dass der Barada Silverstone so verhauen hat. Denn wenn er da gewonnen hätte, dann wäre er Weltmeister gewesen heute. So einfach ist es. Hätte Luca Le Gall in Argentinien gewonnen, hätte es nicht mal das WM-Finale gegeben hier. Also Wahnsinn. Da könnte man bei jedem Fahrer auch Veco Meyer, hätte er da und dies und dort, dann wäre erst gewesen. Am Ende hat der alte Fuchs Valvo, der jahrelang kritisiert wurde in seiner Chevrolet-Zeit, der auch immer geschumpfen hat, wo er da überall fahren hat müssen bei Chevrolet und was für Arbeitsweise und alles. Ausgerechnet, der hat jetzt bewiesen, dass man mit über 40 noch Weltmeister werden kann. Und er hat jetzt gezeigt, hat auch zum Schweizer hier, take that Schweizer, da kriegt er noch Geldstrafe dafür. Und er hat alle Beweise, take that, auch ein alter Fuchs kann noch eine WM holen. 2. WM-Titel für Valvoric, damit Rekordweltmeister Matze Schweizer und Valvoric. Also Wahnsinn. Und Barada, Vize-Weltmeister, um einen 2. Platz geschlagen bei Gleichstand der 2. Plätze hätte er die WM gewonnen, weil da hätte er einen 3. Platz 2 Stück mehr gehabt. Also man sieht hier in dieser Weltmeisterschaft, es entscheidet jeder Platz. Also auch die Plätze ab der hinterm Sieg können wichtig werden. Davor war die knappeste WM-Entscheidung ein Punkt zwischen Bergmann und Eberhofer 2019. Jetzt ist das knappeste Finale, ein 2. Platz zwischen Valvoric und Barada. Luca Le Gall kann aber auch zufrieden sein. Beste Saison. Er war dran am Titel. Er hat es in den letzten beiden Rennen verhauen. Lukas Berg verabschiedet sich als sensationeller WM-Vierter noch. Veco Meyer, der muss konstanter werden, weil der kann Weltmeister werden. Heute hat es halt noch nicht gereicht. Und bei Luca Le Gall, muss man sagen, haben die Nerven in den letzten zwei Rennen noch nicht mitgespielt. Da muss er draus lernen für den nächsten WM-Kampf, um es nächstes Jahr besser zu machen. Aber es wird nicht einfacher. So, aber jetzt hier auf dem Podest, Nico Cevicki, erstmal da ist die Party groß, verabschiedet sich von McLaren. Es hat einfach nie gepasst, Cevicki und McLaren, aber er schafft am Ende noch seinen ersten Grand Prix-Sieg
Und ja, Jake hätte in Japan schon für McLaren BMW gewinnen können und dann schaffe sie am Saisonende dann doch noch einen Saisonsieg. Zwei Poles hat es ja gegeben jetzt schon. Gute Basis, dass wir mit McLaren in der 22er Saison rechnen müssen wieder, dass die dabei sein werden. Weil Bergmann hat ja schon festgestellt, das Chassis hat nicht gepasst und wenn er das, sie das gut umsetzen im nächstjährigen Fahrzeug, dann ist mit Eberhofer und Bergmann zu rechnen. So, das Podest zum Saisonfinale, zum großen Preis von Brasilien in Interlagos 2021. Die knappeste WM-Entscheidung aller Zeiten, auch die verrückteste WM-Entscheidung aller Zeiten. Auf Platz 3 sah zunächst wie der sichere Weltmeister aus. Am Ende hat ein zweiter Platz gefehlt. Trotzdem Vize-Weltmeister, Gratulation, tolle Saison, zwei Saisonsiege, drei Poles. Aus Marokko für Gerner Volkswagen, Said Barada. Und er hebt stolz die Marokko-Fahne hoch. Er wäre der erste Marokkaner gewesen. Aber das zeigt, diese Saison, letzte Saison hat er schon ein paar Rennen gut aufblitzen lassen, hat er gegen der Hörlefson nicht gut ausgesehen, aber über die Saison. Hat aber bei Gerner bewiesen, er hat den amtierenden Weltmeister im Team gehabt, den hat er besiegt und wäre selber zum Weltmeister geworden fast. Also Said Barada, den müssen wir im nächsten Jahr auf der Rechnung haben, dass der sich das holen will. Das wäre auch eine Überraschung in der zweiten Formel 1 Saison schon Weltmeister. Gibt wenig Fahrer, denen sowas gelingt, in echt oder in echt sowieso. Damon Hill hätte das 94 fast geschafft. Auf Platz 2 zum ersten Mal seit dem Sieg in Adelaide, zum zweiten Mal überhaupt in der Saison, der Ex-Weltmeister aus Deutschland für Gerner Volkswagen, Matthias Schweizer. Der ist glücklich, dass er WM-Rang 10 noch geschafft hat und dann die Saison damit gerettet hat. Aber wird sich hinterfragen müssen in der Sommerpause, was habe ich in der Saison vermurkst. Es war irgendwie für ihn klar, Valvo wird noch nachziehen. Und da sind die zwei Rekord-Pole-Sitter, beide 14 Poles, beide zwei WM-Titel. Das sind die Rekordfahrer. Nur Schweizer ist der alleinige Rekordfahrer, was Siege angeht. Da hat der Valvo noch ein bisschen in Schach, aber gut, es wird dem Valvo egal sein. Der hat sich gerade nochmal entschuldigt beim Matze vom Podest und hat gesagt, ich habe da was Dummes gesagt gerade im Funk. Und der Matze, ich habe es mitgekriegt, aber ich... Also, da sind zwei große Schweizer und Valvorik. Da wird sich Grüße an Valvo, natürlich an Joker, die werden sich freuen. Der Joker hat es dem Valvo letztes Jahr schon gegönnt. Und auf Platz... Nummer 1, zum ersten Mal in seiner Karriere, in seinem letzten Rennen für McLaren. Der Bann ist gebrochen, er hat es endlich geschafft. Für McLaren BMW aus Deutschland mit seinem ersten Formel 1 Grand Prix Sieg, Nico Cevicki. Also Nico Cevicki überglücklich, hat das Chaos mitgekriegt, hat aber auch gerade im Interview mit Sky gesagt, das darf aber nicht passieren, so ein Fehler in der Abrechnung. Er versteht den Saad, hat ihn auch gedrückt, hat gesagt, der Saad jubelt, freut sich, Weltmeister, und dann kriegt er ihn mitgeteilt, es reicht am Ende doch nicht. Also das darf nicht mehr passieren, da muss man sich auch mal Gedanken machen. Aber Cevicki geht dann doch als Grand Prix-Sieger zu Ferrari. Erster Grand Prix-Erfolg von Nico Cevicki. Es gibt zwei Nationalhymnen. Wir hören zuerst die deutsche Nationalhymne für Nico Cevicki und die britische Hymne für McLaren. Thank you.
Was für eine Siegerehrung. Der Barada, der lässt laufen mit seinen Tränen. Der ist einfach fassungslos. Der hat erst geheult vor Freude. Jetzt heult er, dass ihm die WM doch entglitten ist. Aber das ist ein zukünftiger. Das ist auch noch wieder legal. Das sind auch noch zwei kommende Weltmeister. Veikko Maija kann man auch noch dazu zählen, wenn er konstanter wird. Das ist jetzt die Generation, die die Valvos, die Kennys, die Beislers, Bergmanns und so verdrängen wird. Mal gucken, was mit Louis Seidel noch kommt. Wie gut wird Ferres Folkos oder Deco Impra sich entwickeln. Das ist die Generation, die noch kommen wird. Und ja, am Ende rauschende Party. Beide Titel landen dann doch noch bei Red Bull. Und am Ende hätte Gerner sogar noch mal einen Fahrertitel geholt. Es zeigt auch, dass Joe Gerner das Team nach vorne gebracht hat, nachdem es ja guter Einstieg, dann 2017 keine Qualis geschafft, 2019 sich langsam vorgearbeitet, letztes Jahr mit Schweizer den Titel und jetzt hätte Barada der Weltmeister sein können. Und er hätte auch, also Valvo hat 2 Grand Prix-Siege mehr als Schweizer im letzten Jahr. Und ein zweiter Platz entscheidet um die WM. Tabellen haben wir uns ja angeguckt. Wir gucken uns noch die Saisonergebnisse zur Analyse an. Tabelle haben wir ja vorhin gezeigt. Was für Bilder sich da unten abspielen. Also das mit den Punkten funktioniert nicht. Weil der das nicht übersetzen kann. Das ist ja nur auf das Punktesystem der erste 6. Und das zeigt er ja da nicht an. Aber nehmen wir die Endpositionen und auch schöne Abschiedsparty von Heiprecht und Slivic. Lukas Bär hat gerade hier eine riesen Abschiedstorte. Hat jetzt gerade mal 2 Käste Bier, die hat er einfliegen lassen aus dem Breisgau. 2 Käste Rothaus Bier hat er einfliegen lassen. Also, und hat noch 3 Käste Heineken aus Holland einfliegen lassen. Also Lukas Bär feierte rauschende Formel 1 Abschied. Also da gibt es eine richtige Party. WM Vierter, das ist die beste Platzierung seiner Karriere für Lukas Bär. Valvo feiert eine rauschende Party. Da wird jetzt erstmal eine Palette Red Bull auf Ex getrunken beim Valvo. Die waren ja 2015 und 16 ja schon nochmal mit dabei, Red Bull. Bei uns in Grand Prix 2 damals nichts gerissen. 2015 sind sie, glaube ich, noch... Ne, 2014 bis 16. 2014 noch WM Vierter. 2015 schon runter, waren sie noch Achter und am Ende haben sie nicht mal Qualis geschafft. Hatten der Formel 1 der Rücke gekehrt, sind zurückgekommen letztes Jahr und waren schon dran, waren dann nur Fünfter in der Konstrukteur und jetzt haben sie die WM gewonnen. Und Valvo hat seine Kritiker bewiesen, dass ein alter Mann immer noch Weltmeister werden kann. Egal wie knapp. Er hat's geschafft. Ein Le Gall hat's nicht hinbekommen. Barada hat's am Ende Pech gehabt. Der Veikko hatte zu unkonstante Saison gehabt. Der Kenny hat zu viel weggeschmissen. Schwalt hat nie das Auto gehabt dazu. Ja, und am Ende ist es dann doch der Valvorik, der es heimbringt. Der es jetzt vollbracht hat, endlich seinen Titel zu holen. Und er kann sagen, ich habe wenigstens 2 Rennen gewonnen. Nicht so wie der Matze Schweizer. Aber Valvo ist der Einzige, der aus der Confident Schweizer nichts gegen ihn hat. Kenny, Joker, Jake, die sind nicht so Freund vom Ding. Auch Slivic und auch Heiprecht. Und Czewicki hat ein schönes Abschiedsgeschenk mit seinem ersten Grand Prix-Sieg gebracht. Der war überfällig, der war jetzt schon länger überfällig. Der hätte dieser Grand Prix-Sieg sehr, sehr wichtig jetzt für seine neue Aufgabe bei Ferrari. Nico Czewicki jetzt mit einem Karrieresieg. Den großen Preis von Brasilien. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Luca Le Gall bei Renault packt man zusammen. Hat die Titel am Ende. Ja, so ist es McLaren Mercedes in der Vorsaison gegangen. Dort hat man in den letzten beiden Rennen auch beide Titel verloren. Fahrer und jetzt ist das Renault passiert. Trotzdem beste Saison für Luca Le Gall. Er war sehr nah dran am Titel. WM-Führender reingekommen, als Dritter rausgekommen. Boah. Da kann man nichts sagen. So, wir machen noch hier kurze Saisonanalyse.
und gehen erst einmal, wir gehen die Top 5 der Fahrerwertung durch. Ich nochmal schaue, wer das denn alles war. Top 6, Valvo, Barada, Le Gall, Bär, Meier und Kenny. Oh, jetzt haben wir es weggeklickt. Oh. Ich dachte, der speichert es dann. Ja, da haben wir das jetzt weggeklickt. Jetzt habe ich gedacht, der speichert es, wenn ich da draufklicke. Ja, dann haben wir jetzt nichts mehr zu analysieren. Oh, das war jetzt peinlich. Also, chaotisches Ende. Ich habe jetzt gedacht, dass der da das dann noch speichern kann. Aber gut, ja, Saison war ja abgeschlossen. Es ist jetzt nicht viel passiert. Kurz haben wir die Saisonergebnisse ja gezeigt. Müsste halt dann noch einmal aufs Video schauen. Haben wir jetzt nichts mehr zu analysieren? So schnell geht das. Ah, Wahnsinn. Also das war wieder so chaotisches Ding. Ich habe eigentlich gedacht, dass man das ab, dass da nochmal ein Speicherbildschirm kommt. Aber dann ist es ganz weg. Gut, dann gibt es doch nicht die Saison-Nachbearbeitung, die wir sonst immer machen. Ja, dann ist halt so. Habe jetzt auch verbaselt, genauso wie das ausrechne. Bitte das zu entschuldigen. Aber gut, wir sind im Hauptmenü und das bedeutet, die Saison 2021 ist beendet. Also die letzte 8 Runde Argentinien und dieses WM-Finale, also das war chaotischer, hätte es sein können. Hat also, finde ich, Abu Dhabi 2021 echten Formel 1 getoppt. Barada erst Weltmeister, dann am Ende um den zweiten Platz geschlagen. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Valvo ist mit einem zweiten Platz mehr vor Barada zum zweiten Mal Formel 1 Weltmeister nach 2014. Hat jetzt mit dem Schweizer gleichgezogen 2 Titel geholt. Wird die 1 auf dem Red Bull haben. Nächste Saison. Barada punktgleich wegen einem zweiten Platz weniger Vize-Weltmeister. Le Gall wird WM-Dritter. Muss stärker zu Lukas Bär, verabschiedet sich als WM-Vierter aus der Formel 1. Das ist, die Latte liegt hoch für Lewis Seidel, die gute Teamleistung von Holland-Nissan. Dann Fünfter wird am Ende Veco Meier, der war bis zur Rennmitte der Weltmeister. Und am Ende war es dann Sechster, der Kenny. Ja, das war's dann. Also 3 Weltmeister hat das Rennen gesehen. Erst Veco Meier, dann Barada und zum Schluss der Valvo. Luca Le Gall war irgendwie nie dran in dem Rennen. Gut, da wir es jetzt dummerweise weggeklickt haben, ist es jetzt einfach vorbei. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr so fleißig und so gerne, ich habe ja gesehen, die Aufruferzahlen, diese Grand Prix 3 WM, die kommt sehr gut an. Und ich denke mal, so Richtung August geht es dann mit der 2022er Saison los. Wir werden dann wieder in Adelaide, Australia zu Gast sein. Das wird wieder das Auftaktrennen sein. Wieder mit dem Doppelheader Adelaide und Suzuka. Valvo kann er der erste Dreifach-Weltmeister werden. Denn jetzt hat er ja gezeigt, dass er es noch kann. Und kann er jetzt Dreifach-Weltmeister werden? Wie wird Saad Barada diese bittere Niederlage verdauen? Wie wird Le Gall die Niederlage verdauen und das Wissen, dass er das Rennen davor schon weggehauen hat? Wie wird Veco Meier den Reifenschaden verdauen und wie wird er es schaffen, konstanter zu werden? Wie kann Matze sich verbessern in der nächsten Saison? Wird Lewis Seidel dem großen Erbe, was der Lukas Bär jetzt hinterlassen hat, gerecht werden? Das sind alles. Wie wird Czewicki und Beißler performen? Was wird Ebenhofer und Bergmann machen mit McLaren? Das sind alles Fragen über Fragen, die wir erst in der nächsten Saison beantworten langsam. Valvo-Weltmeister, Red Bull-Konstrukteursweltmeister. Das ist die Saison 2021. Ja, ich würde mal sagen, vielen Dank euch fürs Zuschauen, fürs treue Zuschauen. Wahrscheinlich so Richtung Mitte August wird es dann weitergehen mit der Grand Prix 3 Saison 2022 in Adelaide, Australia mit neuen Fahrern, mit einem neuen Fahrer, Lewis Seidel, mit 2 zurückkehrenden Gesichtern.
Beißler und Bergmann. Czewicki in einem neuen Team, jetzt als Grand Prix-Sieger bei der Scuderia. Werden Barada und Le Gall diesmal, werden Barada, Le Gall und Veco Maier erst recht Valvo den Kampf ansage? Oder kommen noch ein paar mehr Überraschungskandidaten dazu? Das werden wir in der nächsten Saison sehen. Ich sage vielen Dank für euch. Das war die Saison 2021. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Auch wenn ich glaube, das könnte Ärger mit den Nachbarn geben, so laut wie ich war. Man könnte meinen, der Verstappen oder jemand die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich hoffe, es gibt keinen Ärger. Mein Headset ist sogar in der letzten Runde am Stuhl hängen geblieben. Also ich hoffe, es ist noch Ton drauf. Er nimmt noch auf. Wieder danke euch fürs Zuschauen. Das war Grand Prix 3 Saison 2021. Wir sehen uns dann irgendwann Mitte August zum Auftakt der 22er Saison in Grand Prix 3 mit denselben Strecken und mit ein paar neue Skins und andere Teamzusammensetzungen. Mal gucken, was uns dann erwartet. Ich sage Keep Racing, auf Wiederloge. Valvo zum zweiten Mal Weltmeister, Red Bull Konstrukteursweltmeister. Ich sage Keep Racing, auf Wiederloge und bis zum nächsten Mal, bis zum Auftakt in die neue Saison. Euer Beißler, Keep Racing und auf Wiederloge. Tschüss.